Ulla und in unseren Livestream. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zum zweiten Nachgefragt-Gespräch dieses Jahres. Und freuen uns sehr darauf, heute einen unterhaltsamen und interessanten Abend mit Ihnen zu verbringen. Doch bevor wir starten, wollen wir noch ein paar Worte loswerden. Wir hatten immer das Gefühl, in einem sicheren und friedvollen Europa zu leben. Das ist seit mehr als 6 Wochen nicht mehr so. Der Krieg in der Ukraine schockiert uns sehr und lässt uns sprachlos werden. Noch nie war Krieg für unsere Generation so greifbar wie jetzt. Bis jetzt haben wir nur in unseren Schulbüchern darüber gelesen und haben auch gehofft, dass das so bleibt. Das Leid, die Hoffnungslosigkeit, Zerstörung und die Gewalt, die wir in jeder Form verurteilen, erschüttern uns zutiefst und wir wünschen uns, dass dieser Krieg endlich endet. Wir sind in Gedanken bei allen, die durch diesen Krieg Schaden genommen haben und Schaden werden und zünden für sie heute eine Friedenskerze an. Auch wenn uns alle die Gedanken an den Krieg in der Ukraine ständig begleiten, wollen wir Sie heute, wie Sie es in unseren Gesprächen kennen, im Nachgefragt-Stil unterhalten, den auch politischen Dialog suchen und Ihnen hoffentlich spannende neue Erkenntnisse vermitteln. Und nicht zuletzt wollen wir Sie auch ein bisschen zum Lachen bringen. Wir, das sind zu meiner Rechten Stefania. Wie unser heutiger Gast spricht sie 5 Sprachen und tut etwas für die Wirtschaft in Freiburg, als Gemüseverkäuferin auf dem Münstermarkt. Mit ihren 16 Jahren ist sie bereits eine angehende Führungskraft. Sehr zum Ärger ihrer 3 jüngeren Geschwister. Zu meiner Linken steht Emily. Wie unser Gast kann auch sie sich gut gegen die männliche Konkurrenz durchsetzen. Als einzige Frau in ihrem Tischtennisverein. Außerdem ist sie ein echtes Verkaufstalent. Keine 3 Stunden hat es gedauert, bis ihre Meerschweinchen bei eBay vertickt hatte. Mit Verkaufen kennt sich unser heutiger Gast sehr gut aus. Allerdings sind es bei ihr keine Meerschweinchen. Nein, es ist eine ganze Stadt. Nach Stationen Hongkong, London, Peking, Singapur und Stuttgart zogen ihre badischen Wurzeln sie zurück in den Schwarzwald. Jetzt ist sie Chefin der Freiburger Wirtschaft, Touristik und Messe GmbH und Co. KG, kurz FWTM. Und damit vielleicht auch mitverantwortlich dafür, dass Freiburg 2021 vom Lonely Planet auf Platz 3 gekürt wurde. Begrüßen Sie mit einem heimisch-badischen und trotzdem weltgewandten Applaus Hanna Böhme! Guten Abend. Guten Abend, Frau Böhme. Auch einen schönen guten Abend an alle Sie hier im Rottig-Gymnasium. Unser erstes Gespräch mussten wir leider absagen wegen Ihrer Corona-Erkrankung. Ja. Wie geht es Ihnen denn heute? Wunderbar. Wieder genesen, alles gut. Nicht also, kurzatmig, habe auch keine Maske an. Haben Sie auch die Quarantäne gut überstanden? Ja. Ich habe tatsächlich die ersten 4-5 Tage war es nicht schön, aber ich durfte im Haus meiner Mutter mich in Quarantäne begeben, die wiederum selber Corona hatte und im Schwarzwald in Quarantäne war und so war, hatte ich totale Ruhe. Und als der Rücken dann irgendwann mal so geschmerzt hat vom vielen Liegen, habe ich gedacht, jetzt kann ich mich auch wieder meinen Kindern aussetzen und bin wieder nach Hause. Dann kommen Sie doch mal mit an die Seite. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass Sie da sind und fangen erstmal ganz entspannt an mit einem nachgefragten Klassiker, dem ABCD-Spiel. Wir geben eine Frage vor und Sie bekommen 4 Antwortmöglichkeiten. Für eine müssen Sie sich entscheiden. Unsere erste Frage ist, wir haben ja gerade schon gehört, dass Freiburg 2021 im Lonely Planet auf Platz 3 gekürt wurde. Doch woran kann das liegen? A. An der Geschäftevielfalt der Kajo. 2 H&Ms in einer Straße müssen eine Besonderheit sein. B. Am SC-Stadion. Laute Fans 500 Meter neben einem werdenden Naturschutzgebiet haben auch ihren Charme. Oder C wie Colombi Park, grünes Naherholungsgebiet und noch dazu Freiburgs Drogenumschlagplatz Nummer 1. Oder D, wie kommt ihr überhaupt auf so eine Frage? Das liegt natürlich an mir als FWTM-Chefin. Also D kann ich schon mal ausschließen. Das ist es einfach. Ich würde tatsächlich den Colombi Park nehmen.
Es gibt ja aktuell ein Projekt, nämlich der kleine Colombini, da soll ein neuer Spielplatz entstehen. Ist das überhaupt zu verantworten, so wie der Park gerade genutzt wird? Naja, der Colombi-Park wird ja insgesamt umgestaltet und Teil dessen wird dann auch ein neuer Spielplatz sein. Und ich glaube schon, das ist gut. Es ist ja ein wunderschöner Park. Ich weiß nicht, wann die hier Anwesenden oder auch ihr, Sie, das letzte Mal im Colombi-Park waren. Und ich glaube, er hat es verdient, dass wir ihn bewusster wahrnehmen. Und ich denke, dass eine Umgestaltung ihn auch als wirklich ein Zentrum nochmal in der Stadt und eine Erweiterung, eine wunderbare Erweiterung darstellen wird. Und ich freue mich, oder ich hoffe auch, dass die Umsetzung noch in einem Zeitraum stattfindet, wo meine Kinder dann auch noch an einem Spielplatz Freude haben. Weil ich kenne inzwischen sehr viele Spielplätze in Freiburg, aber in der Freiburger Innenstadt sind es tatsächlich auch nicht so wahnsinnig viele. Sind Sie denn für die Legalisierung von Cannabis? Och. Ich würde schon sagen, dass es gewisse Vorteile hat und ich habe auch in meinem Leben schon mal probiert, zu einer Phase, wo es noch nicht legal war. Also von daher legalisiere ich gerne im Nachhinein auch Teile meines Lebens. Okay, dann kommen wir schon. Sie haben gerade D sofort ausgeschlossen. Wir fragen uns aber trotzdem, inwiefern liegt es denn an Ihnen? Wen haben Sie bestochen beim Lonely Planet? Wir haben überhaupt tatsächlich gar niemanden bestochen, weil es auch nicht gehen würde. Wir haben einen sehr ominösen Anruf bekommen. Irgendwann Ende letzten Jahres oder Mitte letzten Jahres, ja, es gab ganz große Neuigkeiten und tatsächlich habe ich erst gedacht, da will wieder irgendjemand was verkaufen. Es kommt ja manchmal vor, dass man sagt, ach, Sie haben einen ganz tollen Wettbewerb und dürften wir Ihnen was sagen. Und im dritten, vierten Satz, ja, also es wäre aber schön, wenn Sie dann was austragen würden oder eine Anzeige stellen können und das ist beim Lonely Planet tatsächlich nicht der Fall. Und die waren auch sehr, haben das sehr sozusagen uns von uns verlangt, dass wir ein Non-Disclosure-Agreement unterschreiben, also dass wir auch niemandem was sagen durften, bis es tatsächlich dann offiziell war mit einer Pressekonferenz. Und wir haben uns natürlich sehr darüber gefreut. Ich persönlich habe mich noch mehr gefreut, weil Taipei, eine der Städte, wo ich ja auch mal leben durfte, Platz 2 hat. Und ich hoffe, dass ich vielleicht, wenn Taiwan dieses Jahr auch noch mal die Grenzen aufmacht, da auch dieses Jahr noch durch die Straßen laufen kann, also von daher. Dann kommen wir schon zur nächsten Frage. Und Feminismus ist ja in den aktuellen Medien immer mehr Aufmerksamkeit, haben die gewonnen. Und da haben wir uns gefragt, welche Frau denn die Vorbildfunktion für junge Mädchen am besten erfüllt. Ist es A, Kamala Harris, die erste US-Vizepräsidentin? Da spielt es ja auch gar keine Rolle mehr, dass sie keine frauenfördernde Politik betreibt. Oder B, Marine Le Pen. Oh Gott. Macht gerade Schritt da, auf ihren ersten Schritt darauf zu, die erste französische Präsidentin zu werden? Vielleicht. Vielleicht. Ganz aktuell natürlich. C. Heidi Klum promotet seit einigen Jahren Diversity, zieht nur noch Ü60 die Einschaltquoten an? Oder D. Alice Weidel. Oh Gott. Offenbarung ihrer Sexualität trotz so eines homophoben Umfelds ist schon eine ganz schön mutige Aktion. Also eindeutig A. Finden Sie nicht, dass sie ein bisschen enttäuschend ist als Vizepräsidentin bisher? Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Rolle, in der Vizepräsidentschaft zu sein. Und ich glaube trotzdem, also es ist ja auch ein Ausschlusskriterium. Also da sind mindestens 2 Frauen drauf, die man mit Sicherheit nicht wirklich als Vorbilder sehen kann. Ich habe vorhin eine Friedenskerze angezündet, sicher 2 Damen, auch wenn sie sich in einem immer wieder versuchen, einer gewissen Normalität anzugliedern, also wo ich das nur hoffen kann, dass sie keine Vorbildfunktion für Frauen, junge Frauen haben, aufgrund ihrer politischen Ausrichtung. Und Heidi Klum, ganz ehrlich, oh nee. Gucken Sie also GNTM? Von daher, ah. Gucken Sie GNTM? Ich habe keinen Fernseher jetzt und ich habe tatsächlich, glaube ich, seit meinem 17. Lebensjahr kein deutsches Fernsehen mehr. Oh wow. Irgendwie. Sie haben D, Alice Weidel, direkt ausgeschlossen. Sie kennen Alice Weidel persönlich. Wo haben Sie sie kennengelernt? In Peking. Bei Ihrem Studio? Nein, ich habe damals schon in Peking gearbeitet und Alice Weidel hat über den DAD ein sehr beliebtes Stipendium gehabt, Sprach und Praxis. Ich habe sehr, sehr viele Freunde, die das gemacht haben. Das ist ein Jahr ein Sprachstudium und ein Jahr dann Arbeiten in Peking. Und
Das sind pro Jahrgang 10, 15 Studierende, die das machen, oder Absolventinnen und Absolventen, und sie war eine von denen. Und ich habe sie da kennengelernt. Ich habe sie auch näher kennengelernt, weil wir beide auch lesbisch sind und wir tatsächlich, das ist ja dann doch auch eine kleinere Welt. Ich weiß, dass sie sehr intelligent ist, und deswegen stört es mich noch mehr, wie sich ihr Lebensweg entwickelt hat. Haben Sie denn immer noch Kontakt zu Oerlikswalde? Nein. Dann kommen wir zu unserer dritten Frage nach dem Motto: viel vorgenommen, wenig erreicht. Das Gesetz zur Impfpflicht ist ja gerade gnadenlos durchgefallen im Bundestag. Welche der folgenden Initiativen sollte auf jeden Fall auch scheitern? 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. B. Weg vom Gendern. Die AfD in Sachsen möchte die Genderschreibweise an Schulen verbieten lassen. Oder C. Die Reaktivierung von Atomkraftwerken. Niedersachsen möchte die FDP wieder zurück zum Atomstrom. Oder D. Impfpflicht, die zweite. Lauterbach versucht es im Herbst einfach noch einmal. Also, da sage ich mal D. Finden Sie, dass die Impfpflicht der Weg ist, um jetzt aus der Corona-Pandemie herauszukommen? Also, ich bin dreimal geimpft gewesen und habe es eben auch bekommen vor wenigen Wochen. Ich glaube, in der aktuellen Zeit ist die Impfpflicht nicht der richtige Weg. Kommt ein bisschen darauf an, was die hoffentlich, vielleicht auch keine Varianten, aber was dann nochmal an Varianten kommt. Aber aktuell sehe ich das nicht als Sie haben sich jetzt für Weg. D entschieden. Es geht darum, was scheitern soll. Das klang jetzt gerade so, als ob die nicht scheitern soll. Nein, sie soll scheitern. Also die Impfpflicht sollte auf jeden Fall scheitern, also die Impfpflicht, die zweite. Also sehen Sie, dass der Konflikt zwischen Freiheit und Sicherheit hier, also Freiheit, solche schwerer wiegen? Oder? Ja, also ich glaube, dass wir momentan ja eine Situation haben, dass sehr, sehr, also von den Menschen, die geimpft sind, also die sozusagen einer Impfpflicht ja schon, die Impfpflicht nicht nötig gehabt hätten, und trotzdem sind sie krank geworden. Und von daher weiß ich nicht, ob die Impfpflicht jetzt tatsächlich die Situation ändern würde. Und deswegen denke ich, ist es da irgendwo, sind wir zu spät dran für diese Diskussion. Okay. Nachdem Sie sich nun tapfer geschlagen haben, dürfen Sie sich nun dort Platz nehmen. Hier? Ja, Dankeschön. Und Ihrer Biografie lauschen. Diese wird vorgelesen von Sophia Wodke-Klari. Jetzt bin ich mal gespannt. Alles beginnt mit einer Packung Streichhölzer in der Uni-Cafeteria. Studentin Margret hat ihre Streichhölzer vergessen. Zum Glück. Auf der Stelle eilt ihr der charmante Rolf Böhme zur Hilfe. Und die Streichhölzer scheinen nun mehr als nur Margrets Zigarette anzuzünden. Aus der entfachten Liebe entsteht fast 9 Jahre später, am 16. Mai 1976, die kleine Hanna als Schwester von 2,5 Brüdern. Sie wächst in einer aufregenden Familie auf. 1982 wird ihr Vater zum Oberbürgermeister unseres schönen Freiburgs gewählt. Während seiner 20-jährigen Amtszeit genießt Hanna ihr beschauliches Leben zunächst in der reichen, großbürgerlichen Viere. Sport war wohl nie ihre große Leidenschaft. Ob sie wohl deshalb nicht das Rotteck, sondern das Berthold-Gymnasium besuchte? Allerdings schien auch dieses sie nicht vollständig zu erfüllen. Denn statt geregeltem Abi macht sie sich mit 17 auf den Weg nach Hongkong, um schlussendlich dort ihr Abitur 1995 zu bekommen. Das VWL-Studium bringt sie zunächst zurück nach Marburg. Doch Asien beschäftigt sie weiter. Sie besucht eine Sprachschule in Taipeh, lernt dort Mandarin, setzt ihr Studium in London fort und macht währenddessen ein Praktikum in Peking. Und auch ihr Berufsweg verläuft nicht ganz emissionsfrei. Stuttgart, Peking, Stuttgart, Peking und schließlich Singapur. Innerhalb dieser turbulenten Jahre arbeitet sie als Beraterin für diverse Unternehmen beim Markteintritt. Aber auch Europa lässt sie nicht los. Eigentlich steht Berlin auf ihrem Lebensplan. Aber das Jobangebot als Geschäftsführerin der FWTM in Freiburg 2016 ist zu verlockend. FW was? Noch nie davon gehört? Wir sprechen von Freiburgs Wirtschaft, Messe und Touristik GmbH und Co. KG. Tochtergesellschaft der Stadt Freiburg für Wirtschafts-, Tourismusförderungen und Veranstaltungen. Der Einstieg in diese wichtige Stelle wurde jedoch aufgrund eines anderen, noch viel wichtigeren
Ereignisses, nämlich der Geburt ihrer Zwillinge, im Frühjahr 2017 verschoben. Dann allerdings startet Hanna Böhme voll durch. Seit 4 Jahren bildet sie einen Teil der Doppelspitze der Geschäftsführung der FETM und ist das Gesicht hinter dem städtischen Tourismus. Und all das ohne Instagram-Account. Dafür mit einem Jahresgehalt um die 200.000 Euro. Neben ihrer Tätigkeit bei der FETM zieht die Mutter zusammen mit ihrer Partnerin ihre Zwillinge auf. Besonders gerne bastelt sie mit ihnen. Blicken wir gespannt auf das, was sie in der Zukunft noch alles aus ihrem Leben und aus Freiburg basteln wird. Also als ich kleiner war, war der Markt noch um ein Drittel größer. Frau Böhme, wir haben gerade gehört, dass Sie mit 17 Jahren das Berthold-Gymnasium verlassen haben. Das können wir erstmal sehr gut verstehen. Wir fragen uns, warum Sie nicht hierher ins Rostock gewechselt sind, sondern gleich nach Hongkong gegangen sind. Weil das Rottek zwar sicher schön ist, aber die Eröffnung einer Welt mit Hongkong und aber auch der United World Colleges nicht vergleichbar ist. Ich hatte tatsächlich der ältere Bruder einer Klassenkameradin ein paar Jahre vor, dem ich nach Hongkong gegangen bin, der kam nach den Sommerferien nicht mehr zurück. Und dann habe ich gefragt, sag mal Julia, wo ist denn der Nick? Und dann hat sie gesagt, du, der ist jetzt in Italien auf einer Schule. Soll ich nach Italien auf einer Schule? Wie kann man das denn machen? Ja, und dann habe ich mich mit den United World Colleges auseinandergesetzt und gedacht, das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte, habe mich beworben, habe meine Eltern informiert, dass ich mich bewerbe. Was haben die dann gesagt dazu? Ach, die haben jetzt erstmal gesagt, ja, lass sie da so machen. Und dann habe ich tatsächlich eine Einladung bekommen zu dem Auswahlwochenende. Und ich weiß noch, wie ich dort war und total begeistert von den vielen jungen Menschen aus ganz Deutschland, die ja da waren. Und dann war ich mir sicher, ach, da werde ich sowieso nicht genommen. Und da war der Herr Hahn gewesen, damals von der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Und der kam gerade aus Hongkong von einer Baustelle. Und Baustellen sind basteln. Da habe ich gedacht, Baustelle ist ja noch mal besser. Und hat gesagt, ja, Hongkong ist so interessant. Und dann bin ich zu denen hin und habe gesagt, weil man ja eigentlich keine Schule auswählen konnte, sondern nur eine Reihenfolge angeben. Und das war dann tatsächlich, hatten meine Eltern mir abgerungen, dass ich nur europäische Schulen erstmal in die Top-Plätze reinnehme. Okay. Und dann, da ich so sicher war, das wird sowieso nichts, habe ich gesagt, kann ich das noch ändern? Ich würde gern Hongkong ganz vorne reinsetzen. Und habe dann an so einem Münztelefon meine Mutter angerufen, habe gesagt, super, hier, werde nicht genommen, habe eine Kleinigkeit geändert. Und dann hörte ich nur das Klick. Und als dann Wochen später der Brief kam, wir gratulieren Ihnen, Sie haben Platz in Hongkong, hatte ich sehr schwierige Diskussionen mit meinen Eltern. Mit den Eltern? Okay. Aber ich bin im Zeichen des Stier geboren. Aha. Und dann haben sie immer mal gesagt, fahr, aber sei nicht so stierköpfig, dass wenn es dir nicht gefällt, dass du dann nicht zurückkommst. Aber ich denke, es ist schon eine ganz schön mutige Entscheidung, also mit 17 nach Hongkong zu gehen. Wie haben Sie sich denn gefühlt, als Sie da im Flugzeug saßen? Also, Sie haben ja vorhin das BG angesprochen. Mit dem Grund, warum ich vielleicht vom BG weg bin, mein damaliger Geografielehrer, der die Manie hatte, ich weiß nicht, ob Sie das überhaupt noch kennen, damals gab es Kartenräume. Und da wurden die großen aufgewickelten Landkarten waren da drin. Und war so gemein, muss man sagen, dass er manchmal Schüler, da waren dann so Karten, die waren ungefähr so groß wie jetzt dieser Bildschirm. Und dann war zum Beispiel die Afrika-Karte. Und dann hat der Schüler, wo er wusste, dass sie schwach waren in Geografie, hat gesagt, zeig mir mal Chile. Und hat die also dem ausgesetzt, dass die auf einer Afrika-Karte Chile gesucht haben. Und dann bin ich zu dem auch hin, es war nämlich auch unser Klassenlehrer, und habe gesagt, also nach dem Sommer bin ich nicht mehr da. Ja, was ich denn machen würde, ich würde nach Hongkong gehen. Da habe ich gesagt, was willst du denn in Japan? Da weiß ich in dem Moment, aber dann doch etwas verunsichert war. Ich so, also muss ich mir nochmal genauer angucken. Nein, aber ich war völlig naiv, ich hatte keine Ahnung. Für mich war nur weg, was Neues probieren, gucken, was passiert. Und hatten Sie auch mal Heimweh? Mit Sicherheit, aber nicht wirklich. Sie müssen sich das vorstellen, da kommt man hin
Und das damals, der Flughafen Kai Tak, inzwischen gibt es ja einen neuen Flughafen in Hongkong, der war ja noch mitten in der Stadt. Und man ist da irgendwie, da wurde ja auch noch gefühlt geraucht in Flugzeugen. Das ist ja alles schon auch ein bisschen her. Also ich denke manchmal, bilde mir ein, dass ich jünger bin, als ich tatsächlich bin. Und bin da reingeflogen. Man ist wirklich zwischen den Hochhäusern da gelandet. Und das war am 3. September 1993. Und es ist eine tropische Hitze, die besonders auch riecht. Und ich bin raus aus diesem Flughafen und das war wie so eine Wand. Das kenne ich von Mexiko, ja. Ja, ich habe mir gedacht, wo bin ich denn hier? Und dann war jemand so mit einem kleinen Schildchen, Lipo Chun, United World College, und dann bin ich da hingegangen und dann hat jemand gesagt, ja, setz dich da hin, da sind schon ein paar angekommen. Und da war jemand aus Israel, da war jemand aus Venezuela, da war jemand aus Italien und das war einfach, ich habe mir die Namen nicht gemerkt, ich habe mir nur die Länder gemerkt und habe gedacht, das ist ja großartig. Und dann sind wir mit dem Bus, als wir nach einer gewissen Weile durch die Stadt rausgefahren, an die Schule. Und in dem Moment habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Klingt nach einer sehr guten Erfahrung. Ja, also von daher, nein, es waren die Mitschülerinnen und Mitschüler und die Lehrerinnen und Lehrer waren ganz schnell eine neue Familie. Und ich habe tatsächlich das Glück gehabt, wir waren ja drei Deutsche in einem Jahr und in dem Jahr über mir war eine der drei Deutschen, die Martha, die kam hier aus der Region und die kannte zufälligerweise auch meinen älteren Bruder, die Martha. Und das war also dann, also wir konnten gemeinsam über den Schwarzwald sinnieren und was auch immer. Also das war. Dann haben Sie sich gut aufgehoben gefühlt. Ich habe mich sehr. Also würden Sie uns auch einen Auslandsaufenthalt empfehlen? Auf jeden Fall. Was machen Sie noch hier? Nein, wobei ich sage, gleich in den Flieger. Nein, aber ich habe die letzten zwei Jahre sehr oft darüber nachgedacht, wie was für ein persönliches Glück ich gehabt habe, dass ich eben diese Jahre in dieser Freiheit also auch erleben durfte und oft darüber nachgedacht, die jetzigen Schülerinnen und Schüler, aber auch natürlich in ganz anderen Situationen, wo man sagt, so, jetzt mache ich das noch zwei Jahre, dann endlich raus. Ja, dann kommt Corona. Ja. Also, da bin ich sehr, sehr dankbar. Glück hatten Sie auch bei Ihrem Job. Sie sind jetzt seit mehr wie vier Jahren Geschäftsführerin der FETM. Das klingt für uns nach einem ganz schön verantwortungsvollen Job. Nehmen Sie uns doch mal mit auf einen typischen Arbeitsalltag. Was machen Sie den ganzen Tag als FETM-Chefin? Das ist eine gute Frage. zunächst einmal, den typischen Tag gibt es in der Form im Zweifel nicht. Jeder Tag ist wirklich sehr unterschiedlich. Die Breite der Aufgabenfelder der FETM ist enorm vom Münstermarkt angefangen, wo wir ja auch die Marktmeister stellen dürfen, dieses ganze touristische Thema, was natürlich aber auch sehr abwechslungsreich ist, die Innenstadtthemen, die uns mehr und mehr bewegen, aber dann haben wir ja natürlich auch diese klassische Wirtschaftsförderung, die ganze Start-up-Förderung, die auch mit bei mir in der Verantwortung ist, Bestandspflege, Ansiedlung neuer Firmen, wobei das sehr wenig ist, weil wir ja wenig Flächen auch haben, in Freiburg, aber letztes Jahr, in den Jahren mit Corona verschiebt man ja zum Beispiel Intuitive Surgical, der amerikanische Konzern, der sich hier angesiedelt hat. Also es ist wirklich sehr, sehr abwechslungsreich und ich würde mal sagen, wenn man mich jetzt mir mitlaufen würde, ist es eine Mischung zwischen doch auch viel Arbeit am Schreibtisch, also viele E-Mails, die da auch hingehen, viel telefonieren und viele dann aber auch Arbeitstermine in kleineren Gruppen, aber dann auch größere Veranstaltungen. In Ihrer Position können Sie ja Freiburg aktiv mitgestalten. Wie fühlt sich das an für Sie? Als ein großes Privileg. Also ich bin ja hier in Freiburg aufgewachsen, bin sehr bewusst weggegangen, war 25 Jahre weg, habe mir das auch über viele, viele Jahre überhaupt nicht vorstellen können, dass ich hier nochmal zurückkomme. Und tatsächlich war unser Lebensweg auch schon, also uns war klar, dass wir auch nochmal wieder nach Europa zurückkommen wollen. Meine Frau ist ja Italienerin und ihr Vater war schon verstorben und unsere Eltern eben auch älter werdend, haben wir gesagt, also es ist schon auch gut, nochmal wieder zurück. Und eigentlich war der Deal, dass sie sich eine Stadt aussucht und dann hat sie sich ausgerechnet Berlin ausgesucht. Ich sage, also wenn er jetzt schon zurück und Familien, da ist es aber so weit, aber gut, du hast es sie ausgesucht. Und dann habe ich mir da eben auch einen Job gesucht
Und dann habe ich aber in Peking, weil ich immer noch diese Suchläufe auch hatte, in den Suchmaschinen kam eben dann der Job aus Freiburg. Genau, und dann habe ich erstmal so eher als ein Spiel gedacht, also weil ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht habe, dass das klappen würde. Was war denn Ihr größter Erfolg jetzt bisher als FETM-Chefin oder Ihr größter Meilenstein? Also ich glaube, es sind viele kleine Meilensteine und es sind eben so unterschiedliche Themen. Also zunächst einmal nach innen glaube ich schon, dass wir gemeinsam mit Daniel Strowitzki viele Dinge angegangen haben, um das Arbeiten auch in der FETM, ich sage jetzt mal, etwas moderner zu gestalten. Das ist natürlich, man sieht ja auch, wie ich sage mal, Corona hat dann natürlich jetzt nochmal einen Quantensprung, was auch das Homeoffice angeht in solche Thematiken. Aber da waren wir vorher schon dran. Jetzt ist es, sage ich mal, selbstverständlich, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Wir haben aber auch, sage ich mal, wenn ich in die jetzt reingucke in andere Themen, ist ja immer auch eine Frage von Opportunitäten, zum Beispiel in der Startup-Förderung. Wir haben hier das große Glück, dass wir mit dem Grünhof einen ganz aktiven privaten Partner haben, wo wir in wirklich ganz gewinnbringenden Public-Private-Partnership-Konstellationen, es gibt Förderung neuerdings vom Land seit 2016, ist mit Startup BW fließt relativ viel Geld eben auch in diese Startup-Förderung. Und wir als sind dann immer so Förderprogramme, wo der Land, das Land zum gewissen Teil fördert, aber es müssen auch eben Eigenmittel eingebracht werden. Und wir können als FETM die Eigenmittel bringen. Der Grünhof macht dann schlussendlich die Beratung. Gleich gilt für den Baden-Campus. Das Land bringt den zweiten Teil und da kommt unglaublich viel Bewegung rein. Und wir haben mit den Partnern und eigenen Leuten sehen wir, dass wir da die Erfolge jetzt auch schon offensichtlich sind. Und das macht eine Riesenfreude, weil wir eben auch aufgrund der Flächenthematik in Freiburg sind wir jetzt ja nicht unterwegs und sagen, ja, also der Grünhof kommt ist ein Erfolg gewesen. Der Grünhof und die Grünhof selber ist eine private Firma, aber ja. In der Konstellation hat sich da sehr viel eben auch entwickelt und das ist sicher eine Sache, wo ich mich einfach auch freue, auch mit den Leuten zusammen zu sein und zu überlegen, was können wir als nächstes machen. Wir haben jetzt gerade wieder 3 Anträge gestellt für Fördergutscheine, Beratungsgutscheine vom Land. Ich sage das die ganze Zeit, weil ich ein Mitglied des Landtags hier auch schon im Publikum gesehen habe, dass sie das da vielleicht auch ein gutes Wort, nein, aber Spaß beiseite. Also ich glaube, dass es da wirklich, brauche auch immer gute Konstellationen. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir Intuitive Surgical hier auch ansiedeln können. Es war wirklich ein Krimi. Die Verhandlung hat unglaublich viel Spaß gemacht, aber es war spitz auf Knopf immer mal wieder und da freue ich mich sehr, dass wir diese Firma hier... Sie sind eine der wenigen Frauen in Freiburg, die eine Spitzenposition haben. Was braucht man denn, um so eine Position zu bekommen? Meinen Sie wirklich? Also wir haben eine Rektorin der Universität Freiburg, erstmalig in der Geschichte der Universität. Wir haben natürlich nicht so viele Bürgermeisterinnen, aber eine Bürgermeisterin, hatten jahrelang eine, jetzt haben wir wieder eine, Frau Buchheit. Und an vielen Stellen sehe ich Frauen auch in Führungspositionen. Also Sie würden sagen, wir sind gut aufgestellt in Freiburg? Naja, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo Sie reingucken. Im öffentlich-rechtlichen Bereich, also auch der leitende ärztliche Direktor hat eine Frau an seiner Seite mit der Frau Simon. Also Sie haben sehr viel doch auch in den Doppelspitzen auf Frauen oder auf Frauen. Aber klar, bei den Unternehmen sieht es zum Teil noch anders aus. Aber ich habe ja lange für die Landesbank Baden-Württemberg gearbeitet und viele Jahre für die im Ausland und viele der Vertreterinnen und Vertreter von mittelständischen deutschen Unternehmen im Ausland sind Männer. Also für mich, also so frauenlastig wie hier, habe ich noch nie gearbeitet. Die Freiburger Innenstadt hat sich infolge der Pandemie verändert und zwar nicht unbedingt zum Positiven. Mhm. Es gab einen BesucherInnenrückgang von 22%. Die FETM will gegensteuern und die Innenstadt als Erlebnisraum gestalten mit Maßnahmen wie After-Work-Märkten oder grünen Stühlen auf bisher eher unattraktiven Plätzen, einer neuen Webseite.
Markus Schilberg von der IG Subkultur nennt diese Maßnahmen nett, aber irgendwie auch nichts Weltbewegendes. Ist die FWTM nicht experimentierfreudig genug? Ach, das würde ich jetzt mal nicht sagen. Ich glaube, man muss sehen, dass es sehr viele Akteure gibt, die natürlich für die Innenstadt da auch sagen wir, eine Rolle spielen. Und natürlich liegt es auch am Geld, also wie viel Geld steht zur Verfügung. Deswegen haben wir ja gemeinsam auch mit der Stadtverwaltung, also wir sind ja eine Tochtergesellschaft, eine hundertprozentige, aber dann eben doch nicht ein normales Amt, wenn Sie so wollen, einen Bundesantrag gestellt für Fördermittel, um auch hier konzeptionell auch nochmal ganz anders ranzugehen bei diversen Fragestellungen. Ich glaube, das war ein Förderantrag für zukunftsfähige Innenstädte. Genau. Haben wir da genau gute Aussichten drauf? Ich denke schon. Ja, doch, doch. Also ich bin da sehr zuversichtlich. Das hat ja dann verschiedene Teilaspekte. Wir haben auch einen Landesantrag nochmal gestellt für Förderung von Veranstaltungen. Aber es stimmt natürlich, es ist, kann dem Herrn Schilberg insofern zustimmen, das ist jetzt nicht der große Wurf, irgendwie Stühle hinzustellen. Aber ich glaube, es geht schlussendlich auch darum, A, in den kleinen Schritten etwas zu machen und dann auch sich bewusst zu sein, wo hat man denn tatsächlich auch Hebel. Also die wenigsten Immobilien in der Freiburger Innenstadt gehören der Stadt, sondern das sind im privaten Besitz. Und das sind natürlich dann auch Verhandlungsprozesse zwischen Vermietern und Mietern, wo man als Stadt auch nur bedingt eingreifen kann. Aber kann die Stadt nicht auch mehr Immobilien kaufen, um diese dann zu vermieten an kleinere Geschäfte, weil ja auch ein Problem von vielen Geschäften ist, die hohen Mieten, und wenn die Stadt die kaufen würde, könnte das ja eine Lösung sein. Also ich fange mal andersrum an. Ich glaube schon, dass die hohen Mieten auch Teil der Herausforderungen sind. Also wenn man, jetzt komme ich kurz auf Berlin, warum sind so Stadtteile wie Neukölln auch so interessant, weil sie von niedrigem Mietniveau jungen Menschen die Möglichkeit geben, einfach mal was auszuprobieren. Hat sich auch in Neukölln inzwischen verändert. Aber wir haben in Freiburg ein sehr hohes Mietniveau und das macht es schwieriger. Das Geld einer Stadt ist auch endlich. Jetzt frage ich Sie, wollen Sie, dass die Schulen ordentliche Toiletten haben und dass sie digital gut ausgestattet sind? Oder wollen Sie, dass eine Immobilie für sehr viel Geld in der Freiburger Innenstadt gekauft wird, wo vielleicht dann was Kreatives passiert? Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung. Das Geld ist eben nicht endlos einzusetzen. Und da denke ich schon, dass man, dass es vielleicht auch ein bisschen naiv ist, zu denken, man könnte diese strukturellen Veränderungen, die stattfinden in der Freiburger Innenstadt und die in allen Innenstädten in Deutschland, aber auch darüber hinaus stattfinden, komplett aufhalten. Und das muss man vielleicht auch nicht. Aber man muss natürlich schauen, wie sie sich weiterentwickelt. Wie kriegen wir Mischungen, Multifunktionalitäten auch in die Innenstadt, die vielleicht in der Form auch nicht mehr da waren. Und ich denke, oder ich frage mal andersrum, Ihr Einkaufsverhalten ist sicher ein anderes von, ich habe relativ viele weiße Köpfe hier auch, also haaremäßig und vielleicht auch nicht alle gefärbt. Also das ist sicher ein anderes und ich glaube, da darf man auch, man muss mal auch realisieren, dass manche Sachen nicht festzuhalten Sie sind. Sie sprechen schon von strukturellen Veränderungen? Die strukturellen Veränderungen sind ja auch in Freiburg längst zu einem Problem geworden. Ein Geschäft, was diesem strukturellen Wandel nicht gerecht werden konnte, ist das Modehaus Kaiser. Das inhabergeführte Modegeschäft muss diesen Sommer aufgrund zu geringer Umsätze schließen. Sie sind Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung. Haben Sie schon Hausverbot bei Kaiser? Wie bitte? Hab ich Haben was? Sie schon Hausverbot bei Kaiser? Nö, überhaupt nicht. Also im Gegenteil, der weiß auch, dass ich war ja sehr, also ich meine, das ist ja, leider hat ja nicht nur der Kaiser, sondern auch der Fabel schon vorher die Türe geschlossen. Und da habe ich mich eingedeckt mit sehr viel Unterwäsche, weil vielleicht die ein oder andere Frau hier weiß, dass ihr Fabel eine sehr gute Unterwäschenabteilung hatte, war dann sehr froh, dass sie in den Kaiser gegangen ist und habe also auch da nochmal mich eingedeckt. Aber es ist natürlich Spaß beiseite. Es ist eine
wirklich herausfordernde Situation. Der Fabel, beim Fabel wissen wir alle, es ist eine sehr prominente Immobilie direkt am Bertholdsbrunnen und sicher sind auch die wenigsten glücklich, dass da aktuell die Telekom. Ich bin in dem Fall sehr dankbar, dass die Käufer, ich sag's mal so, es gibt ja Käufer oder es gibt Immobilienbesitzer, wir versuchen die ja dann auch zum Teil anzuschreiben, das ist dann Luxemburg 1, 2, 3. Also da hat man keine Ahnung, mit wem man es eigentlich zu tun hat. Und die antworten auch nicht. Und in dem Fall ist es aber eine Familie, die im sehr guten Austausch mit uns ist, die diese Immobilie umbauen wollen, weil es auch eine schwierige Immobilie ist, aber natürlich auch an einem schwierigen Standort. Dort eine Baustelleneinrichtung ist nicht eine ganz einfache Geschichte. Dann ist Corona natürlich auch bei denen dazugekommen. Ja, und deswegen bin ich bei allem, wo ich jetzt auch nicht denke, Telekom ist jetzt wirklich auch nicht das Aufregendste, aber es sieht zumindest ordentlich aus, die Ecke aktuell. Sie sind Wirtschafts- und Tourismusförderin. Inwiefern ist es auch Teil Ihrer Verantwortung, dass es jetzt zu diesen Schließungen gekommen ist? Also ich würde die Verantwortung eher von uns weisen. Also ich glaube schon, dass die Frequenzrückgänge, die sind tatsächlich eine Herausforderung, die ja nicht nur eine Freiburger Innenstadt betrifft, sondern sie können Innenstädte egal wo. Was die Freiburger Innenstadthändler, und da mag das in anderen Städten vielleicht besser sein oder anders gehandhabt werden, es gibt immer so ein paar Themen, die sie aufzählen. Eins davon ist Erreichbarkeit. Und damit meinen sie jetzt nicht unbedingt die Erreichbarkeit zu Fuß oder mit dem Fahrrad, die ja sehr gut ist und wo ja auch sehr viel ausgebaut wird. Aber die Freiburger Innenstadt lebt sehr davon, dass das Umland auch in Freiburg einkauft. Und die brauchen ja aber Parkplätze. Wie wollen Sie denn dieses Flächenproblem lösen? Naja, nein, aber das ist ja genau die Thematik. Parkplätze haben wir eigentlich genug. Wir haben schon die Parkhäuser sind mal ausnahmsweise, gibt es da schon mal, dass sie komplett ausgelastet sind. Aber die Parkplätze haben wir eigentlich. Aber gefühlt sind es sehr, sehr viele Baustellen, die Freiburg eben auch nicht so attraktiv gemacht haben, in den letzten Jahren hierher zu kommen, und vergleichsweise relativ hohe Parkgebühren. Gleichzeitig muss man sehen, dass die Mittelzentren um uns herum, so wie auch wie Bad Krozingen oder Emding, aber auch im Hochschwarzwald, sich viel investiert haben auch in ihre Innenstädte. Und viel der kleinen Lädelchen es auch da gibt. Andere Sachen kann ich im Internet bestellen. Von daher ist es eine große Herausforderung. Und die Parkhauspolitik hat nichts mit der FETM zu tun. Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, dass immer mehr Leute online bestellen. Das wird ja auch, das ist ja auch eine Ursache für dieses Problem in Innenstädten. Wie kann man denn die Leute wieder von diesen Online-Plattformen in die Städte holen, die Städte wieder attraktiver machen? Bestellen Sie online? Nee, eigentlich nicht. Sie? Ab und zu, aber ich bemühe mich auch, in die Stadt zu gehen, weil ich weiß, es ist wirklich ein großes Problem. Also kann die Freiburger Innenstadt schon mal froh sein. Ich befürchte, dass ganz viele Leute gibt, sagen, ich eher nicht, aber dann kommen doch die Paketchen zu Ihnen. Und vor allen Dingen, Sie schicken sie auch wieder zurück. Also ja, was im Thema Nachhaltigkeit, das war ja auch beim Motz das Problem, mit dem Problem, dass die Retouren so gewaltig waren. Und da haben wir natürlich ein wirklich krankes System, dass die Retouren kostenlos sind und oftmals ja überhaupt nicht mehr aufgemacht werden, sondern einfach nur verbrannt. Also das ist wirklich, macht einen sehr traurig. Aber ich glaube, zum einen gibt es sicher viele Bereiche, es ist unglaublich bequem, online eben auch zu bestellen. Und deswegen ist sicher der Handel, der Einzelhandel als der Frequenzbringer, der alleinige Frequenzbringer, spielt weiterhin eine Rolle, aber nicht die hohe Rolle, wie er vielleicht in den letzten Jahren auch gespielt hat. Das heißt, die Frage, wie ein Gastro, haben wir ja auch gesehen, ein Einzelhandel ohne Gastro während Corona funktioniert eben auch ganz schlecht. Kultur, sicher eine Thematik, auch vom Markus Schillberg. Wie kriege ich noch mehr Kultur? Aber dann muss ich eben auch die Akteure haben, und das wird auch immer herausfordernder, überall ist Personalmangel aktuell, auch in der Kultur. Und da, dass diese Akteure, und das wird sicher mit eine Herausforderung und eine Aufgabe sein von uns auch in den nächsten
Monaten, wie kriegen wir die Akteure noch besser miteinander auch vernetzt, dass wenn zum Beispiel, das haben wir auch schon versucht, aber Corona hat also auch vieles echt sehr anstrengend gemacht, dass die langen Nächte der Museen, so wie sie früher mal waren, jetzt waren ja diese Museumsabenden, dann mit dem Einzelhandel auch gekoppelt werden, sodass man gegenseitig voneinander profitiert, dass jemand hoffentlich nach Freiburg kommt und sagt, das ist jetzt mal eine coole Sache, da ist ein Erlebnis, den ich eben dieses, das ist ja diese, also es war beinahe wie Nachhaltigkeit, ein Unwort, Erlebnisse schaffen, aber in dem Zusammenhang kommt es halt doch auch immer wieder. Das heißt, Sie zählen auf so Aktionen wie die Museen? Auch Aktionen, natürlich auch Veranstaltungen, aber es geht schon auch darum, nochmal zu überlegen, ist unser öffentlicher Raum, sind wir da gut aufgestellt, inwiefern, also wir haben ja eine ganz, das große Glück in der Freiburger Innenstadt, dass wir im Vergleich zu vielen anderen Städten in Deutschland von einer guten Basis auch kommen. Und es ist auch eine schöne Innenstadt, vor allen Dingen, wenn man das sich auf den Boden konzentriert, wenn man sich die Fassaden zum Teil da mal etwas bewusster anschaut, ist vieles eigentlich gar nicht so schön. Aber dadurch, dass wir nach dem Krieg ja auch die alten Strukturen von den alten Stadtplan quasi wieder aufgebaut haben, ist nichts gerade, nichts irgendwie quadratisch, wirkt es heimelig und schön. Und trotzdem müssen wir eben da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle sicher nochmal reflektieren, was darf man auch, auch als Einzelhändler. Es ist ja immer die Frage, viele würden viel mehr gern auf die Straßen auch gehen und Sachen rausschieben. Ist das dann schön oder nein? Also es sind dann auch so Diskussionen, wie wollen wir uns darstellen. Eine Sache, die, glaube ich, schön ist, ist das Münster im Stadtzentrum von Freiburg mit seinem fast täglich stattfindenden Markt. Der ist überregional bekannt, hat große Tradition und wird, wie Sie schon gesagt haben, von der FETM organisiert. Wie oft gehen Sie denn auf dem Münstermarkt einkaufen? Ach, das kommt immer mal drauf an. Also ich habe Phasen, und das ist sehr von meinen Kindern bestimmt, also als sie noch kleiner waren und ich besser bestimmen konnte dann am Samstagmorgen, was wir machen, war ich öfter mal da. Jetzt hängt es schon auch davon ab, worauf die Lust haben. Ich versuche regelmäßig hinzugehen, einfach weil ich auch finde, es ist ein wunderschöner Markt. Und ich auch mit den Leuten schon auch ins Gespräch kommen will. Aber ich muss schon sagen, also ich versuche die doch sehr eingeschränkte Zeit, unter der Woche bin ich sehr oft abends nicht da, ich habe dann eine halbe Stunde morgens mit den Kindern, und dass ich dann auch die Wochenenden versuche, intensiv mit ihnen zu verbringen. Und wenn die halt keine Lust auf Würstel haben morgens, dann gibt's halt, gehen wir da auch nicht hin, aber man muss es ja so sehen, ich habe ja schon gesagt, meine Frau ist Italienerin, die fand es am Anfang ein bisschen befremdlich, dass man vor 10 Uhr schon Wurst essen kann, aber das geht inzwischen auch bei ihr ganz gut. Welche Bedeutung hat denn der Münstermarkt für die Freiburger Wirtschaft? Also der Markt, für die Freiburger Wirtschaft, ich würde schon sagen, dass es ist außergewöhnlich, dass wir einen sechstägigen Wochenmarkt haben, so wie wir den haben. Mit allen Herausforderungen für die Beschickerinnen und Beschicker, die ja auch eine demografische Herausforderung haben. Deswegen finde ich es toll, dass sie da auch sind. Aber es ist auch hier eben nicht so ganz einfach. Und wir haben ja immer diese Beschicker-Ehrung. Und da wird man, das ist ja wirklich erstaunlich, wenn man, sind eher die älteren Frauen, damit 63 Marktjahren zum Teil geehrt werden. Also es ist ja wirklich wahnsinnig. Aber viele von denen, ja, die Zeit ist dann doch auch endlich. Und von daher hat der Markt sicher für ein touristisches, um zu wissen, ich komme nach Freiburg, da ist der Markt, das ist wunderschöne Münster und dann der Markt darum herum. Aber warum ich jetzt gerade so innerlich gestutzt habe, man muss ja nicht immer alles nur von der wirtschaftlichen Seite. Ich glaube, für uns alle Freiburgerinnen und Freiburger ist es ein Identitätspunkt, dorthin zu gehen. Und ich kam ja vorhin schon diese Weltkarte und das Hin- und Herfliegen. Und wenn ich dann mal hier in Freiburg war und wenn man da auch direkt aus Asien kommt, die Zeitverschiebung führt ja dazu, dass man schon sehr, sehr früh wach ist. Und ich bin dann oft um 4, 5 schon mit aufs Fahrrad und bin ins Dreisamtal hochgefahren und dann wieder zurück und dann auf den Münstermarkt.
Ja, da geht es echt früh los. Ich bin auch immer sehr früh schon aber, da. Aber das Gefühl von hier bin ich zu Hause. Und ich weiß, wie ich vor einigen Jahren mal, also wo ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich gesagt, Freiburg gehe ich nie hin. Also es ist aber auch 17 Jahre, dass ich mit ihr auch schon zusammen bin. Und irgendwann stand ich mal auf dem Münstermarkt, und zwar blauer Himmel und der Turm. Und dann habe ich sie angerufen und sie war in Peking. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ist schon echt schön hier. Vielleicht möchte ich hier doch nochmal leben. Das finden wir auch. Und unsere AußenreporterInnen Lotte, Kaya und Henry haben sich auf dem Münstermarkt an einem Samstag mal umgehört. Das werden wir uns jetzt angucken. Also als ich kleiner war, war der Markt noch um ein Drittel größer. Das hat sich alles verkleinert. Es kommen weniger Leute. Das heißt, vieles wird auch teurer. Ist natürlich wieder schade für die Kunden. Ja klar, hat sich da viel verändert. Viel verändert sogar. Vor allen Dingen, als ich angefangen habe, war praktisch der Münstermarkt einer der einzige Markt in Freiburg. Und mittlerweile sind es, glaube ich, 14 aus Stadtteilmärkte. Oh je. Ist es peinlich, wenn ich jetzt Nein sage? Mit der habe ich schon einige Streitgespräche gehabt. Worum ging es da bei den Streitigkeiten? Und ich kann schon einsehen, dass es Regeln geben muss, aber dass es manchmal einfach zu streng ist und dass der Ton manchmal nicht so angepasst ist den Beschickern gegenüber. Eine Frau, die vielleicht einen anderen Führungsstil hat wie ein Mann. Inwiefern? Nicht so von oben herab, sondern mehr ein bisschen näher den Leuten zugewandt. Ja klar, so ein bisschen unsere Chefin, die ist letztendlich von der Verwaltungsseite her verantwortlich für die FETM und für den Münstermarkt. Und ja, aber ansonsten, also direkte Kontakt haben wir keine, dafür haben wir unsere Marktmeister. Es muss alles zusammenspielen und das habe ich nicht den Eindruck davon, dass die FETM und die Marktleute zusammenspielen. Das Ziel war, dass immer jemand, dass immer der Münsterplatz anwesend ist, wie beim Einkaufszentrum. Wenn sie im Einkaufszentrum fehlen, müssen sie Strafe zahlen. Und wenn hier jemand fehlt, muss er nichts zahlen. Ich würde mir mehr Unterstützung wünschen, dass mehr gesehen wird, was der Freiburger Markt für ein Anzugspunkt für Touristen ist. Und ich fände es schön, wenn die Beschicker, die hier jeden Tag auf den Markt kommen, schon seit Jahrzehnten, wenn das mehr honoriert werden würde. Das Video ist schon zu Ende. Sie haben vorher auch erwähnt, dass der Freiburger Münstermarkt auch sehr viel Tradition hat. Und da haben wir uns gefragt, wie das denn sein kann, dass die Beschicker sich nicht genug wertgeschätzt fühlen und der Ton ihnen gegenüber nicht angebracht sind. Können Sie das nachvollziehen oder sind Sie dazu empfindlich? Also zunächst einmal muss man sagen, es ist tatsächlich so, wie das ja auch gesagt wurde, früher gab es diesen einen Markt, jetzt gibt es die ganzen Stadtteilmärkte, aber nicht nur das. Gehen Sie mal irgendwie in Edeka und Rewe, jeder hat eine Regionallinie auch inzwischen. Also die Herausforderungen sind enorm und das Einkaufsverhalten hat sich auch geändert. Wer kocht denn heute noch einmal am Tag, vielleicht früher war es sogar zweimal am Tag, warm und kauft irgendwie mal 5 Sack Kartoffeln und geht dann da 5 Kilo Kartoffeln. Also es hat sich schon auch sehr geändert. Wir haben Marktmeister auf dem Münstermarkt, die einen ganz schwierigen Job machen. Die Konstellation auf dem Markt ist jeden Tag anders. Mhm. Und natürlich könnte man sagen, da muss man Strafe wenn einer nicht kommt, wie er es eigentlich angekündigt hat und sich theoretisch verpflichtet hat. Erstens geben es unsere Richtlinien momentan nicht her. Wollen Sie das verändern? Finden Sie das sinnvoll, Konsequenzen einzuführen? Naja, also man muss natürlich gucken, wie stabilisiere ich den Markt. Und es ist jetzt schon herausfordernd genug, die Leute, dass sie kommen. Und es gäbe sicher einige, die sagen, naja, also dann komme ich gar nicht mehr. Und was den Ton angeht, also ich würde mal sagen, gehören immer zwei dazu. Also es ist schon eine sehr komplexe Geschichte und ich bei aller romantischen Vorstellung zum Münstermarkt, ich glaube, es sind alles Menschen mit auch Emotionen und
sage jetzt mal, es ist nicht nur ein Miteinander immer in jedem Moment. Okay. Der Münstermarkt wird im Tourismuskonzept von Freiburg als ein besonderes touristisches Einkaufserlebnis bezeichnet. Ich sei auch. Ja, dieses Tourismuskonzept wurde 2019 verabschiedet und soll dabei helfen, den Tourismus in Freiburg strategisch zu fördern. Ein wichtiger Schritt im vergangenen Jahr war der ca. 700.000 Euro teure Markenprozess. Da sind Sie aber wirklich ganz schlecht informiert. Was ist es dann? Also der Markenprozess alleine hat 200.000, aber nicht 700.000. Waren das nicht 200.000, die in das Logo geflossen sind? Nein, 2.000 Euro ist das Logo geflossen. Das ist eine, da ist also da haben Betriebe. Wir andere Quellen, aber gut. Nee, dann haben Sie wir aber keine guten. Ich kann ja. Die 700.000, die vor einigen Jahren wurde eine Übernachtungssteuer in der Stadt Freiburg eingeführt. Und aus dieser Übernachtungssteuer fließt jährlich 700.000 in die FETM, um diverse Projekte umzusetzen. Unter anderem machen wir gerade eine Aufwertung von der Stadt, der Infrastruktur auf dem Schlossberg, aber eben auch andere Dinge. In den touristischen Markenprozess, was eben ein wichtiger Aspekt war für die im Rahmen des Tourismuskonzeptes, ist ein Projekt gewesen, ein großes Projekt mit x Workshops, Beteiligungsformaten. Dieser ganze Prozess hat 200.000 Euro okay. gekostet. Und das Logo selber? Das gucken wir 2.000. Uns. Alles klar, wir gucken es uns mal an und wir würden gerne ja. wissen, sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis? Es ist an mir gewachsen, ja. Was heißt denn, was sind denn diese roten Striche? Uns erinnert das Ganze an eine Induktionsherdplatte. Also ich will jetzt mal so sagen, es ist ein Prozess gewesen. Und wir haben im Rahmen dieses Prozesses eben auch einen Markenkern entwickelt. Und aus diesem Briefing haben wir, ich glaube, 8 Agenturen in Freiburg angeschrieben. Schlussendlich haben 4 dann einen Pitch abgegeben. Wir waren eine große Jury, also nicht nur Mitarbeitende der FETM, und haben uns dann gemeinschaftlich für dieses Logo entschieden. Auch, weil das Ansinnen dieses auch großen Beteiligungsprozess war, dass wir gesagt haben, wir kommen ja nicht mehr aus einer Zeit, wo nur eine städtische FETM den Tourismus nach außen trägt, sondern wir haben überall Berührungspunkte, mit dem Gast natürlich aus der Hotellerie, der Gastronomie und wie nehmen wir sie mit und wie versuchen wir das Leistungsversprechen, das wir in Freiburg eben auch haben wollen, mit diesen Leistungsträgerinnen und Leistungsträgern gemeinsam zu tragen. Und so ist zum Beispiel, jetzt ein Satz noch, haben wir jetzt vor wenigen Wochen auch bekannt gegeben, dass es diese Freiburg-Menüs und da ist dieses Logo als ein Wiedererkennungswert, so ein bisschen wie Sie, wenn Sie mal in Südtirol waren, da haben Sie auch ein Logo. Das ist dann überall drauf und jeder weiß, aha, das ist in Südtirol. Und da sind wir natürlich noch ganz, ganz, ganz weit weg. Aber das war der Gedanke dahinter und deswegen dieser breit angelegte Prozess. Können Sie jetzt mal ein konkretes Beispiel nennen, wofür das Logo steht? Das Freiburg. Also die Striche jetzt zum Beispiel. Die Striche stehen für eine gewisse Dynamik. Ich sag jetzt mal, wenn Sie The Land... Ist ja auch eine große Kampagne. Ich muss sagen, ich habe eine Riesenfreude, dass sie mit diesem The Land kamen, weil ich mich da wahnsinnig auch dran reibe. Und mir jetzt gesagt wurde, es ist was sehr Positives, wenn jemand ein Logo Schwierigkeiten damit hat. Also von daher okay. ist es jetzt erstmal gut. Wir können auch gleich mal die Auflösung angucken. Ja, das können wir gerne. Einige Punkte, ja, gut, die man da dahinter erkennen könnte. Zum Beispiel soll es für Einfachheit und Entspanntheit stehen und Raum lassen für all das, was unsere Stadt so lebenswert und attraktiv macht. Aber Sie haben auch gerade schon The Land angesprochen. Vor ungefähr einer Woche ging ja die Expo in Dubai zu Ende und da war eben auch Baden-Württemberg mit einem Pavillon vertreten. So sah der aus, schon imposant kann man ihn nennen. 2019 wurde im Gemeinderat knapp entschieden, dass auch die FETM sich daran beteiligt. Damals schrieb DBZ, Hanna Böhme war sauer. Warum waren Sie sauer? Weil dem Ganzen ja ein Prozess vorgegangen sind. Das ist ja Aufsichtsratsentscheidungen, die da getroffen wurden.
Und die Gründung einer Gesellschaft oder Beteiligung an einer Gesellschaft muss für uns, wenn wir uns an einer Gesellschaft beteiligen, durch den Gemeinderat gehen. Und die Diskussion, wie sie ablief im Gemeinderat, auch mit Aufsichtsräten, wir haben ja als städtische Gesellschaft 16 Gemeinderäte, auch bei uns im Aufsichtsgremium, die hat mich etwas echauffiert. Waren Sie denn für den Bau des Gebäudes? Ja, also ich muss sagen, ich bin ja 2010 auf der Expo in Shanghai auch gewesen und Freiburg war ja damals auch dort schon vertreten und das ist ja sozusagen die Urquelle, warum es überhaupt in die Diskussion dann auch ging zwischen der Ingenieurkammer Fraunhofer und dann auch der Messe Freiburg, weil sie eben auch Auslandserfahrung hat. Das heißt, diese Überlegungen standen schon lang im Raum. Hätte ich von Anfang an jetzt gesagt, brauche es unbedingt ein Baden-Württemberg-Haus auf einer Expo, was eigentlich mit Landespavillons, also Nationenpavillons, eher nein? Schon ein gewisses Selbstbewusstsein, sage ich jetzt mal. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, wenn Sie nur die baden-württembergische Wirtschaft nehmen, sind wir natürlich größer als vom BIP her gerechnet, als viele, viele der Länder, die sich dort auch präsentieren. Und ich war im Januar auch auf der Expo gewesen, als der Nationentag war. Und das Gebäude selber ist wirklich faszinierend und auch ein gutes Aushängeschild für die Exportnation Baden-Württemberg. Aber natürlich ist es ein Projekt, wo viele, viele, ja, wenn es einmal der Wurm drin ist, hat man den Eindruck, genau, auf dieses Aber möchten wir jetzt eingehen. Der eindrucksvolle Pavillon kostet deutlich mehr wie geplant und die privaten Sponsoren sind abgesprungen. Das Ergebnis, ein Betrag von 15 Millionen Euro, aus dem nur ein kleiner Teil vom Land übernommen wird. Nein, das stimmt nicht. Den Rest müssen die Beteiligten tragen. Nein, wie dauert es jetzt? Welchen Teil muss denn das Land? Also aktuell trägt das Land alles. Aber das Land hat ja einen Antrag gestellt, dass es nicht so bleibt, weil das Land auch nicht möchte, dass so hohe Kosten an dem Land hängen bleibt, was ja ursprünglich nicht geplant hatte, so viel zu investieren. Also die Berichterstattung, die in den letzten Wochen und Monaten ist, etwas verwirrend, sage ich jetzt mal Außenstehende. Aber ich bitte auch um Verständnis. Das ist ja ein laufendes Verfahren, dass man da jetzt nicht weiter darauf eingehen kann. Aber es geht nicht um den Großteil der 16 Millionen. Das kann ich Ihnen mit Sicherheit sagen. Aber wir werden auch als Stadt Freiburg davon einen Anteil übernehmen müssen? Nein. Davon Sie sind überzeugt, es ist davon auszugehen, dass das nicht der Fall ist. Würden Sie trotzdem rückblickend sagen, dass die Beteiligung ein Fehler war? Also für uns als Gesellschaft, dass wir hier, niemand hier in dem Raum, man kann das nicht gut finden, aber es ist hochprofessionell, was in diesem Pavillon, in diesem letzten halben Jahr, jeder Mensch, der reingegangen ist, da muss man sich nicht schämen für dieses Land Baden-Württemberg. Und das bin ich erstmal sehr dankbar den Kolleginnen und Kollegen, die auch unter diesem Druck der immer dauernd währenden negativen Berichterstattung hochprofessionell unser Heimatbundesland dort nach außen vertreten haben weiterhin. Und es ist ja auch da kann man sich über das Programm überlegen, ist das jetzt alles gut gewesen oder nicht so gut, aber es ist ja auch viele für Kulturgruppen in dem letzten halben Jahr dort gewesen. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal auf einer Expo war. Wir noch nicht. Es hat so was Anachronistisches. Okay. Eine riesige Fläche, wo eben hunderte von verschiedenen Pavillons, manche mit einer sehr aufregenden Architektur, manche eher langweilig, sehr individuelle Ausstellungen und irgendwo hat es sowas wie eine Olympiade, wo man denkt, also wer braucht es noch? Okay. Aber wenn man dann dort ist, es ist schon echt faszinierend. Die Welt und gerade auch
Vorhin wurde die Friedenskerze angezündet, in einer Welt, wo eben nichts sicher ist, dass es so bleibt, dass es Orte gibt, wo wir zusammenkommen, wo wir uns auch mit Anderartigkeit konfrontieren, flanieren können, Sachen sehen. Natürlich ist es irgendwo größenwahnsinnig, aber es ist wirklich faszinierend. Und ich möchte die Person sehen, die mal auf einer Expo war und dort einen Tag, zwei Tage verbracht hat und gesagt hat, sie hat da nichts rausgetragen. Die FETM ist die Tochtergesellschaft der Stadt. Das heißt, der Stadt nimmt, wie Sie vorher gesagt haben, den ganzen Teil oder ja, der Kosten. Im Jahr 2020 waren das 9 Millionen Euro. Doch circa 9 Millionen, eine Umfrage des Amts für Bürgerservice und Informationsverarbeitung hat einer Umfrage 2020 ergeben, dass repräsentative 28% der Freiburger BürgerInnen Einsparpotenzial im Bereich Wirtschaftstourismus und Förderung und Messe sehen. Sie können da das Ergebnis noch unter den Friedhöfen. Wie erklären Sie sich denn das Ergebnis dieser Umfrage? Ja, das macht natürlich sehr nachdenklich, insbesondere weil ich glaube, das hat auch damit zu tun, oder davon sind also nicht nur ich, sondern wir beschäftigen uns natürlich damit, dass viele Menschen nicht wirklich auch wissen, wo das Geld überall hinfließt. Und wenn sie das dann wiederum reflektieren, in weiten Teilen sagen würde, naja, aber das Konzerthaus möchte ich ja weiter behalten, den Münstermarkt, ja, den brauche ich, Start-up-Förderung, ja, das wollen wir ja auch, ach, das historische Kaufhaus, ja. Also von daher, ich glaube, wir haben schon ein Problem, die Vielfalt dessen, was in der FETM da ist und was eben auch Geld kostet, nach außen zu tragen. Und das ist etwas, wo wir jetzt auch gesagt haben, wir müssen und wollen da auch mehr machen. Auf der anderen Seite, es sind eben ja auch Steuergelder, die uns in uns fließen. Und dann fragt man auch, wie geht man jetzt vorsichtig damit um, dass man nicht sagt, also jetzt wird da noch mehr rausgeblasen, nur um Imagebuilding sozusagen zu machen. Wo sehen Sie denn selbst Einsparpotenzial an Ihrem Gehalt? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich will mal so sagen, ich bin nach vielen Jahren bei der Landesbank Baden-Württemberg, habe ich mich eben hier beworben und habe Gehaltsverhandlungen geführt. Da gehören immer zwei dazu. Okay. Und wenn Sie sich die Vergleiche angucken mit den anderen städtischen Gesellschaften, dann glaube ich, ist es okay. Aber abgesehen davon, wo gibt es Einsparpotenzial? Jetzt ist es natürlich, wir kriegen eine globale Verlustabdeckung als FETM, das heißt, wir kriegen nach außen gesehen einen großen Betrag. Der hat Abflüsse diverser Art und egal, wo Sie hingucken, kann man immer sagen, ja, da tut es jetzt hier weh und da tut es dort weh. Wenn Sie in unsere G&V reingucken, ist unser größter Posten ist Personal. Wir haben höhere Personalkosten, als dass wir Verlustabdeckung bekommen von der Stadt Freiburg, aber damit ist noch kein Stuhl, kein Glas, kein Schluck Wasser irgendwie auch bezahlt. Und sicher ist die größte Variable in dem Geld, was im Bereich für Marketing, oder Werbemitgliedschaften und all diese Sachen ausgegeben werden. Aber wir sind zum Beispiel, wir haben eben auch hohe Kosten, zum Beispiel die Stadt Freiburg ist Teil der Schwarzwald-Tourismus GmbH. Die Kosten laufen über uns. Und so gibt es eben ganz viele Kosten, die über uns laufen, die, ich glaube, schon viele Freiburgerinnen und Freiburg sagen, ja, das ist eigentlich ganz gut, dass das gemacht wird, aber sie reflektieren nicht unbedingt, dass es über uns läuft. Wir würden jetzt gerne mal den Blick in die Zukunft richten, ins Jahr 2040, Freiburg im Jahr 2040, da bin ich ja nicht da. Ja, Freiburg im Jahr 2040, wir haben drei Zukunftsszenarien vorbereitet. Wir haben das erste Szenario, ein grünes Freiburg mit Fokus auf Fahrradfahren und Nachhaltigkeit. Nummer 2, Freiburg seit 17 Jahren auf Platz 1 des Lonely Planets und daher touristisch total gefragt. Und als drittes, Freiburg im Geldsegen und Geldregen dank eines Kaisers 2.0, ein echter Erlebnisraum.
Welches Szenario gefällt Ihnen denn am besten? Also das Erste kann nur funktionieren, wenn es auch eine funktionierende Wirtschaft gibt. Sind Sie denn gut vereinbart, die Szenarien? Ich glaube das nicht, dass Sie sich unbedingt widersprechen müssen. Also ich glaube, dass unser Wohlstand, den wir haben, auch in der Stadt Freiburg, braucht eine stabile wirtschaftliche Basis. Und das ist enorm wichtig auch für einen sozialen Frieden. Und von daher, klar, will ich auch lieber, dass es alles, oder wäre es schön, wenn wir tatsächlich den Wohlstand, den wir haben aktuell, wenn wir den auch halten können. Und aber ich glaube, es ist ein bisschen wie mit dem Fahrradfahren, man muss eben auch treten, damit es weitergeht, wenigstens ein bisschen. Mhm. Von daher, also ich glaube nicht, dass wir Lonely Planet 2040, das halte ich nicht für erstrebenswert, da 17 Jahre irgendwie immer Platz 1 zu sein. Ja. Da sind dann vielleicht auch ein bisschen zu viele Touristen, wenn wir uns... Ein paar mehr würden mich jetzt schon aktuell freuen und ich glaube, da wäre ich nicht die Einzige. Unter der Prämisse, dass es auch Menschen gibt, die im Tourismus wieder arbeiten wollen, weil das ist ja eigentlich die Tragik, dass es momentan eigentlich gar nicht so schlecht aussieht, dass da auch das Geschäft, auch gerade in Freiburg, wir hatten ja auch letztes Jahr, hat sich es eigentlich sehr gut entwickelt. Aber wir haben einfach keine Menschen. Schauen wir noch mal in Ihren Lebenslauf. Ja. Sie haben lange Zeit für die Landesbank Baden-Württemberg gearbeitet. Das klingt für uns, unter anderem waren Sie Chief Representative. Das klingt für uns nach einem Job mit ganz schön vielen Sektempfängen. Stimmt das oder waren Sie wirklich so wichtig? Nee, also man muss sehen, die Landesbank Baden-Württemberg zum damaligen Zeitpunkt, ich bin ja 2004 für die nach Peking gegangen, da hatten die zwei kleine Büros in Peking und in Shanghai. In Peking waren wir zu dritt. Also das ist alles, ist ein formaler Begriff, Chief Representative, wenn Sie sich da bei der dortigen Behörde registrieren müssen, ist eben für jede Repräsentanz. Was haben Sie denn dort Chief Representative? Ich habe für die Landesbank Baden-Württemberg dort eben vertreten und die Landesbank Baden-Württemberg zum damaligen Zeitpunkt hatte weder in Shanghai noch in Peking eine Banklizenz. Und üblicherweise hat man dann zum einen mit chinesischen Banken die Kontrakte gehalten, um dann über Garantien Investitionen von Kunden der LBBW in Deutschland abzudecken. Das heißt, ich hatte sehr viel Kontakte eben mit der mittelständischen Kundschaft aus ganz Baden-Württemberg, nicht so viel aus Südbaden, hauptsächlich aus dem württembergischen Raum, weil die einfach industriestärker aus sind als hier. Wir haben ja auch in Freiburg wenig Industrie als Beispiel. So. Zu einem späteren Zeitpunkt haben Sie auch das German Center in Peking geleitet. Was ist ein German Center und welche Bedeutung hat das für deutsche Unternehmen? Also es gibt einige German Center weltweit. Das erste wurde in Singapur, wo ich ja dann später auch noch war, eröffnet. Und die Idee geht eigentlich auf einen inzwischen leider verstorbenen schwäbischen Unternehmen, den Professor Leibinger, zurück. Mit der Firma Trumpf in Verbindung steht, die ja auch mit Trumpf-Hüttinger hier in Freiburg ist. Und der hat relativ früh erkannt, dass es selbst für ein, sag ich mal, relativ professionelles, mittelständisches deutsches Unternehmen, wenn sie dann ins Ausland geht, dass sie wieder in der Start-up-Situation eigentlich sind. Sie müssen sich mit ganz anderen Fragestellungen auseinandersetzen und hat dann überlegt, wie kann man das denn machen, dass die Unternehmen sich nicht so sehr mit sich selbst beschäftigt, sondern warum sie denn eigentlich da sind. Im Regelfall ist es zunächst einmal Vertrieb. Und darauf sind diese German Center, die muss man sich vorstellen, sind große Strukturen, so wie hier, mal größer, mal kleiner und wie ein Start-up-Zentrum. Also wir hatten in Peking dann um die 100 Firmen, eben zum Großteil aus viele aus Baden-Württemberg, aus der ganzen Bundesrepublik Deutschland, zum Teil auch andere, auch chinesische Firmen. Und die sind oftmals mit ganz kleinen Büros, 30 Quadratmeter. Und das Motto war so ein bisschen ankommen, auspacken, loslegen. Also sich auf das konzentrieren, wofür man in dem Markt ist. Wie wichtig ist denn die Erschließung von asiatischen Märkten für deutsche Unternehmen? Fragen Sie mal Volkswagen zum Beispiel, wie wichtig China für die ist. Haben Sie dann Kontakt zu Volkswagen?
Ich habe auch Kontakt zu Wolfsburg. Nein, aber es war jetzt natürlich ein bisschen provokativ, aber natürlich sind die insbesondere China für viele Firmen, auch mittelständische Firmen inzwischen von einer größeren Bedeutung. Das ist sicher, hat sich das ein oder andere auch wieder nivelliert, aber vor allen Dingen der chinesische Markt sicher von nicht unbedeutender Bedeutung. Und ein Konzern für Volkswagen oder auch die BASF, ja, das wird aber ja auch Probleme mit sich, unter anderem eine Abhängigkeit. Laut einer aktuellen Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft bindet sich Deutschland momentan ökonomisch zu stark an China. Wir erinnern uns an die Maskenbeschaffung 2020. Sie haben mit Ihrer Arbeit in Peking deutsche Unternehmen dabei unterstützt, bei dem Markteintritt in China. Würden Sie das denn heute immer noch tun? Also das China 2004, wo ich damals hingegangen bin, oder auch, also sag mal, ich fange vielleicht nochmal vorher an. Also ich habe vorhin dargestellt, dass ich sehr naiv nach Hongkong damals gegangen bin. 1993 bis 1995 war ich in Hongkong. Damals war es noch Teil der britischen, war noch britische Kronkolonie, ist erst 1997 zurückgegangen an die Volksrepublik China. Und ich weiß nicht, wann Sie geboren sind, aber es gibt 2005. Das. Okay, also 1989 gab es ja nicht nur in Europa große Ereignisse, es gab eben auch dieses furchtbare Massaker in Tiananmen und danach war China erstmal komplett zu und Anfang der 90er Jahre hat es sich dann langsam wieder geöffnet und als ich dann 2004 nach Peking gegangen ist, war es wirklich auch auf einem Öffnungstrend, Wandel durch Handel. Jetzt war ja auch die letzten Tage, sind ja viele auch Politiker, aber auch Wirtschaftsleute, die reflektieren jetzt in Bezug auf Russland. Vielleicht haben sie falsch diese Politik auch gedacht. Aber 2004 auf 2008 war die Olympiade in Peking. Das war eine Zeit der Öffnung. Dann 2010 die Expo in Shanghai. Auch da nochmal man wollte sich offen darstellen, also auch heißt für es, die Weltbevölkerung. Die Zeit hat sich verändert und ja, Sie würden es nicht mehr machen? Oder? Naja, ich glaube schon, dass ich bin 2011 aus Peking weggegangen und vieles, was ich von Freunden, die zum Teil noch dort sind, ist, dieses Land hat wenig damit zu tun, wie ich das erlebt habe. Und ich glaube, ich hätte heutzutage viel mehr Bedenken, auch in der Konstellation mit der Familie nach in Peking nochmal zu leben, als ich das damals hatte. Welche Gefahr geht denn von China als Wirtschaftsmacht aus? Wir denken zum Beispiel auch an das Know-how, das man ja offenlegen muss als deutsches Unternehmen, wenn man dahin geht, an Wirtschaftsspionage. Ja gut, also jedes Unternehmen, was da Geschäfte macht, muss sich bewusst sein, wem es aussetzt. Also, und dann sind die Unternehmen auch groß genug, sage ich jetzt mal, sich da entsprechend Gedanken zu machen, ob sie das trotzdem machen oder nicht. Gefahr hört sich so an, als ob ich bedroht wäre, also dass ich, aber Sie sprechen ja davon, dass deutsche Unternehmen da aktiv hingehen, also dann gibt es eben auch Opportunitäten. Es gibt Sollten auch Sie Chancen. Das nicht mehr machen? Nein, das sage ich nicht. Das muss jeder für sich selber vom Geschäftsmodell sich überlegen, ob es sinnvoll ist, dorthin zu gehen oder auch nicht. Es ist auf jeden Fall nicht einfacher geworden, meine ich, als in den letzten, also als wo ich da war. Sie sind, nach unserer Berechnung, haben Sie knapp 6 Jahre in Peking gelebt, als homosexuelle Frau. Ja. Wie war es für Sie möglich, in einem Land zu leben, dessen Regierung undemokratisch ist, gegen Menschenrechte verstößt und rückständige Einstellungen gegenüber Homosexualität hat? Das ist erstaunlich, gell? Nein, also oder Sie wie müssen war sehen, es für Sie? Also für mich. Wie war es für mich? Ich glaube, was man sehen muss, soll ich mal kurz aufstehen? Ja, natürlich. Was sehen Sie? Einen weiblichen Körper, einen Kopf und. Also, warum ich das jetzt gerade gemacht habe, ich bin relativ groß.
Ich bin relativ burschikos. Ich habe schon viele Jahre kurze Haare und ich trage tatsächlich gerade einen körperbetonten Pullover. Eigentlich habe ich öfter mal in Peking gedacht, sag mal, habe ich keinen Busen mehr, weil ich irgendwie gedacht habe, müsste man doch eigentlich sehen, dass ich eine Frau bin. Aber mir ist es oft passiert, es wird sehr fokussiert auf die Größe. Mhm. Und die kurzen Haare, dass gar nicht realisiert wird, dass ich jetzt eine Frau bin. Also das erstmal vorab. Ich habe und ich bin weiß. Und das ist unglaublich privilegiert in weiten Teilen der Welt und auch in Asien. Und auch in China hat sich das zum Glück geändert in den letzten Jahren. Aber als ich dorthin gegangen bin, wir sind, sag ich mal, verdreckt vom Smog in kurzen Hosen, wenn sie da durch die heißen Sommer verschwitzt, in die Fünf-Sterne-Hotels auf die Toiletten gegangen. Uns hat niemand aufgehalten. Aber gab es auch... Aber jetzt nochmal auf das Lesbischsein. Wenn sie als zwei Frauen da rumlaufen, das interessiert niemanden eigentlich. Also ich habe da nie ein Thema gehabt. Hatten Sie auch kein Thema mit Menschenrechten oder haben Sie das konkret in Situationen gemerkt, dass es da Unterschiede gibt? Also ich glaube, dass man, und das meine ich mit, dass das China, was ich erlebt habe, schon auch ein bisschen anderes ist, als was aktuell der Fall ist. Natürlich haben sie heutzutage auch aufgrund der technischen Möglichkeiten nochmal einen ganz anderen Kontrollsystem, Big Brother is watching you, als das damals der Fall war. Da war natürlich auch Kontrolle überhaupt gar keine Frage. Und wenn man sich mit Themen auseinandergesetzt hat, Tibet oder anderen Sachen, auch im Fokus. Und die deutsche Community in Peking ist relativ klein. Es sind 7.000, 8.000 Leute damals gewesen, also wie ein Dorf eher. Das heißt, man kennt da doch viele und vor allen Dingen habe ich auch viel Kontakt mit Journalisten, auch deutschen Journalisten gehabt, die dort waren. Und die dann auch viel im Land unterwegs gewesen sind und sich natürlich auch mit schwierigen Themen auseinandergesetzt haben. Ist es denn einfach, in China Informationen von zum Beispiel Deutschland, Europa oder der USA zu bekommen? Oder haben Sie da auch mehr mit viel mit Zensur? Nee, oder? Nee, also Sie haben ja auch VPNs, also wo Sie dann da Ihre auch sozusagen channeln, als ob Sie aus der Freiburger Viere auf die Webseiten gehen. Ne. Wir haben hier ein Meme, das zeigt Winnie the Pooh und Xi Jinping. Nachdem Memes wie diese veröffentlicht wurden, wurde Winnie the Pooh in China zensiert. Wie lächerlich finden Sie das? Ich finde gar nichts lächerlich, wenn was zensiert wird. Und was sagt es denn über Xi Jinping aus, dass er es... Das ist das Brot. Also ich meine, man darf nicht vergessen, diesen unglaublichen Bruch mit einer guten Tradition, die geführt wurde, dass ein chinesischer Staatschef nach 10 Jahren sich verabschiedet. Mhm. Die chinesische Regierung wird ja auch in vielfältiger Weise kritisiert. Unterscheidet sich die Wahrnehmung, wenn man in China lebt oder vor Ort dort ist? Wie gesagt, ich sitze 11 Jahre in China. Also ich bin 2011 weggegangen. Heute haben wir das Jahr 22. Mir tut es wirklich, fällt es schwer, das heutige China. Ich erinnere mich noch, ich war das erste Mal in Peking 1995. Da waren praktisch keine Autos auf der Straße. Da wurden Fahrräder gefahren. Da gab es keine westlichen, das einzige westliche Lokal, was es gab, war ein Burger King. Das ist eine völlig, und dann bin ich 2004 dahin gegangen, um dort zu leben. Das war eine völlig, völlig, völlig andere Welt. Und jetzt sind nochmal 11 Jahre vergangen. Deswegen, dieses Land hat mit dem, was ich erlebt habe, reichlich wenig zu tun. Das ist eben nicht wie eine Freiburger Innenstadt, wo wir denken, oh, Umbrüche, Strukturwandel. Das habe ich immer gedacht, also in Freiburg, da kann ich nur lang wegbleiben, da kann ich trotzdem die Augen zumachen und sagen, oh, dann gehe ich die Straße entlang und dann weiß ich, wie die Straße verläuft und mehr oder weniger weiß ich die Geschäfte. Wenn ich mal 2 Wochen nicht in Peking war, wie oft bin ich mit dem Fahrrad irgendwie entlang gefahren, habe gedacht, sag mal, da war doch wohl eine Straße. Wie die Geschwindigkeit, wie sich diese Stadt
wie sich das Land verändert, haben wir hier, wir können uns das nicht vorstellen. Finden Sie, das ist denn positiv oder negativ, dass es so eine schnelle Veränderung gibt dort? Also ich fahre, als jetzt, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich komme ja, reflektiere mich manchmal noch jünger, als ich vielleicht bin, aber als junger Mensch, da war ich ja noch jünger, als ich, wie ich jetzt bin, ich fand das wahnsinnig spannend. Und ich finde das schon auch, zu sehen, wir haben hier ein hohes Gut, eben doch auch in einer gewissen Beständigkeit, aber wir haben natürlich auch schon einen hohen Level erreicht. Ja. Und diese Hungrigkeit, das ist ja nicht nur in Peking, das können Sie in Indien sehen, in vielen Ländern dieser Welt, wo die Leute, sie wollen noch mehr aus ihrem Leben machen, als was der Status quo. Sie wollen mehr aus dem Leben, als was ihre Eltern. Und was ist bei uns? Wir haben doch alle Schiss, ob unsere Lebensqualität noch so hoch bleiben wird wie bei unseren Eltern. Es geht eher, wie bei uns ist, haben wir Sorge, dass wir schon wieder loslassen. Diese Hungrigkeit, die ist wahnsinnig faszinierend und mit einem Pragmatismus auch einhergehend, Sachen auszuprobieren zu wollen, zu sagen, das machen wir jetzt mal, wir reden von Fehlerkultur, wir haben noch keine Ahnung hier von Fehlerkultur. Da mal was auszuprobieren und zu gucken, wie sich es verändert, immer das Window of Opportunity und das schnappe ich mir jetzt, dann gucke ich, was da geht. Also es, Kommen wir nochmal aufs Xi Jinping zurück. Ja? Xi Jinping und Wladimir Putin hatten sich bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele im Februar diesen Jahres eine grenzenlose strategische Freundschaft vereinbart. Seit Kriegsausbruch in der Ukraine hat sich China nicht wirklich von Russland distanziert und auch das Massaker in Butscha wurde lediglich als Vorfall benannt, bei dem alle Seiten Zurückhaltung üben und unbegründete Anschuldigungen vermeiden müssen, so Pekings UN-Botschafter Zhang Yong. Wie sehr macht Ihnen diese Haltung Chinas Angst? Ja, also das ist sehr berechnend. Und ich glaube, also ich habe vorhin gesagt, dass ich hoffe, dass ich dieses Jahr mein Asien-Heimweh etwas stillen kann und wir nach Taiwan kommen. Aber ich glaube, da wird die Chinesen beäugen sehr genau, was passiert. Und dass die Taiwanesen auch sehr genau beäugen. Glauben Sie, die Wahrscheinlichkeit, dass China in Taiwan einmarschieren wird, ist jetzt größer geworden oder angesichts der Wirtschaftssanktionen zum Beispiel von NATO und EU eher unwahrscheinlicher? Weil es haben ja viele Zeitungen auch getitelt, dass die Ukraine jetzt als Blaupause gelten könnte Taiwan. Ich glaube nicht, dass die Sanktionen jetzt, also auch die Chinesen unbedingt zu schrecken. Ich habe vorhin schon mal kurz ein deutsches Unternehmen angesprochen. Also da die Verbindung und die Verknüpfung der innerhalb der Weltwirtschaft, und da darf man nicht vergessen, dass Deutschland, wir sind zwar nicht mehr Exportweltmeister, aber für uns ist Export enorm wichtig und das hat unseren allen Wohlstand auch gehalten und hält ihn auch noch. Und von daher ist die, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, aber ich glaube jetzt in Bezug auf diese Freundschaft zwischen China und Russland, die hat ja auch viele Höhen und Tiefen in der Geschichte gesehen, dass die Chinesen sich jetzt aktuell so verhalten, das werden sie sich gut überlegt haben und da werden sie sicher auch ihren Profit rausschlagen. Glauben Sie denn, dass China noch eine Vermittlerrolle zukommen wird? Das haben viele schon gehofft, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob sie das aktuell wollen. Ja. Die Grundursache der Ukraine-Krise sind die regionalen Sicherheitsspannungen in Europa, die sich über Jahre aufgebaut haben, sagte Xi Jinping den EU-Spitzen beim 26. EU-China-Gipfel. Hat er damit Ihrer Meinung nach recht? Also ich bin keine Politologin und will mich, also es ist ein bisschen wie mit dem Corona, wo jeder irgendwie eine Meinung hat und jeder zum Virologe wurde. Also ich glaube, das ist eine sehr komplexe Situation, die dort geht, vorher auch vonstatten gegangen ist. Und kaum jemand hat es
für möglich gehalten, dass Putin diesen Schritt gehen würde, den er dann tatsächlich im Februar gegangen ist und was wir uns jetzt die letzten 6 Wochen uns bewegt. Aber ich glaube, die machen sich es ein bisschen zu einfach, die Chinesen. Dong! Oh, unser asiatisches Restaurant, das nachgefragte Nudelhaus, hat es gerade eröffnet. Doch, jetzt ist es endlich Zeit. Kommen Sie doch mal rüber mit uns. Können Sie denn gut mit Essstäbchen umgehen? Werden wir jetzt gleich mal sehen. Ja, tatsächlich. Wir spielen jetzt nämlich ein kleines Spiel. Die sind ja aber größer als sonst, gell? Natürlich, damit die Zuschauer auch was sehen können. Es muss ja hier interessant bleiben. Ihr Ziel ist es, so viele Nudeln ihrer zugehörigen Farbe in den zugehörigen Wok zu befördern. Sie werden gleich gelb als Farbe bekommen. Sie nehmen den großen Wok in der Mitte. Ja, wir werden natürlich beide gegen sie antreten. Und nur mit Stäbchen. Nur mit Stäbchen und nur mit einer Hand. Wir wollen es natürlich ganz korrekt machen. Ich nehme grün, Emily wird blau sein. Der Gong wird Spielbeginn und Spielende markieren. Okay. Das heißt, es geht auf Zeit. Die Nudeln dürfen nicht auf den Boden fallen. Das ist aber viele Regeln hier. Vollständig im Wok sein. Damit sie nachher gezählt werden können. Okay. Haben Sie noch Fragen? Wie viel haben Sie geübt? Oh, wir hatten schon 1-2 Proben. Okay, also gut. Aber Sie haben ja schon Erfahrung mit Stäbchen. Die haben wir noch nicht gemacht. Also gut. Dann geht's los. Was essen Sie denn lieber? China-Nudeln oder Bratkartoffeln? Also ich bin zwar Frau, aber nicht ganz so multifunktional, wie das hier vielleicht... meine Nudeln. Oh, Sie sind aber gut dabei. Läuft es im Alltag auch so rund bei Ihnen? Was war nochmal die Frage? Ob Sie lieber China-Nudeln oder Bratkartoffeln essen? Oh, China-Nudeln. Und was war das Ekligste, was Ihnen mal in Asien serviert wurde? Seegurke. Und das Leckerste? Oh, das kann ich das Plural beantworten? Natürlich. Die asiatische Küche ist und bleibt für mich das Beste, was es gibt auf der Welt. Mag Ihre Frau denn auch so gerne? Wollen Sie auch mal eine Nudel rausholen? Ich bin dabei, ja. Es ist ein bisschen schwierig bei mir. Also, ein bisschen. Sind Sie denn ein Wettbewerbstyp? Nee, kommt drauf an. Spielst du denn eher Fairplay oder schummeln Sie auch manchmal? Also, mit meinen Kindern schummel ich lieber. weil sonst habe ich nie eine Chance bei Uno. Aha. Was spielt ihr denn noch mit Ihren Kindern? Memory zum Beispiel. Oder Schokohexe, falls das jemand kennt. Mensch, ärgere dich nicht, ist auch beliebt. Haben Sie gutes Fingerspitzengefühl? Beim Kochen oder wo? Prinzipiell, oder auch beim Kochen ist auch... Prinzipiell, fragen Sie mal lieber meine Frau. Kocht die öfter als Sie? Nö. Also kein... Also unter der Woche natürlich schon, weil ich da oft gar nicht da bin. Also es ist bei Ihnen eher eine typische Rollenverteilung. Einer schmeißt den Haushalt und der andere geht arbeiten. Nee, meine Frau arbeitet auch. Die hat einfach nur eine Doppelbelastung. Was ist denn das beste Asia-Restaurant in Freiburg? Ich meine nach unserem nachgefragten Nudelhaus natürlich. Was ist das beste? Tatsächlich, wie heißt denn der Ming's Kitchen? Ping's Kitchen. Oh, die Zeit ist abgelaufen. Oh, eine habe ich verloren. Einen haben Sie verloren, aber es ist doch wirklich gut gewesen bei Ihnen. Da sieht man die Stäbchenerfahrung. Wir zählen mal nach, ob wir mit Ihnen mithalten konnten. Eins, zwei. Ich hoffe, Sie haben nicht kürzere, das wäre beschissen. Wir sind mal verknotet. Komm. Ich habe noch mal aufgeholt. Ich komme auf 5 Nudeln. Wie viel haben Sie? 6, 7. Emily, wie viele Nudeln hast du? Ja, ich soll mal gucken. 4, 5, 6, 7. 7 oder 8? Ich kann es nicht gut sehen. Ja, 7 oder 8 ist entscheidend. Da haben Sie leider nicht gewonnen, aber Sie müssen nicht traurig sein, wir haben nämlich trotzdem einen Preis. Wow, einen Staubfänger, Glücksbringer. Ja. Original chinesisch natürlich. Ja, wir wünschen Ihnen schön. Viel Spaß sehr damit. Sehr. Sie können ihn ganz gut Dank. Ablegen. Dankeschön. Werde ich gerne aufhängen. Mal
dahin. Falls Sie nach unserem actionreichen Spiel jetzt Hunger bekommen haben, müssen wir Sie enttäuschen. Was zu essen gibt es noch nicht, aber wir laden Sie zu unserer nachgefragt angreifbar ein. Okay. Gehen wir nochmal rüber. Oh je. Kommen Sie gern wieder in unsere Mitte. Ja. Was möchten Sie denn trinken? Was haben wir haben Orangina, Apfelschorle, ein Bier, eine Bionade. Wein im Angebot. Oder Wasser natürlich. Ist das Bier kalt? Sie kriegen auf jeden Fall ein kaltes Bier aus dem Kühlschrank. Kommt sofort. Ja. Ich glaube, ich nehme eine Bionade. Ja, ja. Ich auch. Wenn Sie gerade mal hinter sich blicken, sehen Sie ein paar schwarze Säckchen. Ja. Die sind Teil von Ihrer nächsten Aufgabe. Sie dürfen jetzt gleich versuchen, den Inhalt von diesen Säckchen zu erraten, aber nur durch Tasten. Darf ich jetzt schon? Ich gebe Ihnen gleich das Erste. Kommen Sie doch mal in unsere Mitte. Hier, genau, hier. Dann müssen Sie direkt rein. Ist das klibberig? Nein, schreiben Sie gerne mal für die ZuschauerInnen, genau. Was Sie sehen oder fühlen. Sehen können Sie Gefährliches drin. Das ist eine Schwarzwälder Kuckucksuhr. Das holen Sie mal raus, haben Sie aber sehr schnell erkannt. Das für Sie. Ja. Sie wollen nicht wissen, wie viele ich von denen verschenkt habe in meinem Leben. Von daher. Ist das für Sie Kitsch oder Kultur? Also in der Form ist es tatsächlich Kitsch. Aber die Schwarzwälder Kuckucksuhren oder die Schwarzwälder Uhren sind natürlich Kultur. Und der eine oder andere weiß, dass ich ja auch einen Bezug zu St. Mergen habe, wo es ein ganz tolles Uhrenmuseum gibt. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, welche Bedeutung auch die Uhren und auch die Holzuhren, wir haben ja unglaublich viele junge Männer vor allen Dingen gehabt, die aus dem Schwarzwald nach England gegangen sind. Und dort waren ja England die industrielle Revolution. Und innerhalb der, da habe ich dann Schichtarbeiten, da wird Uhrzeit deutlich wichtiger. Und eigentlich gab es da Metalluhren, aber die waren viel zu teuer. Und deswegen wurden Holzuhren gemacht, die wurden oft so sahen dann aus wie Metalluhren. Man hat die Metalluhren mit billigen Materialien kopiert, natürlich ohne den Kuckuck, der kam dann erst viel später. Sie haben gerade Ihre Zeit in St. Mergen angesprochen, da hatten Sie ja sowas wie ein Ferien- oder Wochenendhaus. Was war denn Ihre schönste Erinnerung oder was ist Ihre schönste Erinnerung an diese Zeit? Also meine Mutter, mein Vater ist ja leider verstorben, hat es immer noch und wir sind immer an Weihnachten und Ostern, also auch nächste Woche und das ist Familienheimat, das sind wir. Also von daher freue ich mich und freue mich, dass die neue Generation der Kinder, meine Kinder und die meiner Brüder, das genauso das starke Heimatgefühl da haben. Das ist ja eine Uhr, die kann man ja zurückdrehen. Wenn Sie jetzt die Zeit zurückdrehen könnten, wohin würden Sie gerne zurückreisen? Vielleicht was würden Sie verändern? Ich würde tatsächlich nochmal nach Hongkong. Nochmal nach Hongkong? Nochmal ganz viel schöne Erfahrungen sammeln. Wir gehen auch schon direkt zum nächsten Säckchen. Oh, man hört es schon. Sie können hier direkt wieder beschreiben. Ah, das ist ein, wie heißt es, Streichhölzer. Das ging aber schon wieder sehr schnell. Für was sind Sie denn Feuer und Flamme? Essen. Und wem würden Sie gerne mal Feuer unterm Hintern machen? Meinen Kindern, wenn sie aufräumen sollen. Nein, also, da gibt es immer mal wieder Leute in der Stadtverwaltung, die mir einfallen. Wechsel in der Natur. Wir haben vorher schon in der Bio schon gehört, Ihre Eltern haben sich über ein Päckchen Streichhölzer kennengelernt. Boah, wussten Sie das? Ja, aus guten Quellen. Wo haben Sie denn Ihre Frau kennengelernt? Ich habe sie tatsächlich in der Kneipe kennengelernt. Was, lieber auf den ersten oder zweiten Blick? Von meiner Seite auf den ersten Blick. Wann wussten Sie, dass es die richtige ist, um auch eine Familie zu gründen? Dann kommen wir zu unserem dritten Säckchen. Also tatsächlich, wo ich sie in der Küche gesehen habe, wie sie da kochen kann, die kann auch sehr gut. Liebe geht ja über den Magen. Ja. Das ist ein Abhörgerät meiner Kinder. Jetzt weiß ich auch, wo ein das ist. Ein Abhörgerät? Von Stethoskop genannt. Was war? Habe ich schon gesucht. Was war als Kind Ihr liebstes Spielzeug? Mein liebstes Spiel. Ist vielleicht auch ein bisschen lange her. Also ich weiß, es gab ein Spielzeug,
das immer nur schlafen musste. Ich habe nämlich tatsächlich die Puppe von meiner Mutter, hat sie dann mir gegeben und ich war nicht so der Puppentyp. Und die Erika durfte immer schlafen. Haben Sie auch mal ein Doktorspielchen gespielt? Oh ja, natürlich. Sie wollten ja als Kind Unfallchirurgin werden. Warum ist daraus nichts geworden? Wie ich oben gesagt habe, ich kann kein Blut sehen. Aha, Sie sind ja jetzt Wirtschaftsförderin. Wie sind Sie denn dann auf den Wirtschaftszweig gekommen, von der Unfallchirurgie, vom Plan zur Wirtschaft? Ja, also meine Mutter hat ja VWL gemacht, mein Vater hat Jura gemacht und ja, dann war die Erfahrungswelt irgendwie so ein bisschen eingeschränkt. Wo ich dann in Hongkong war, und viele, auch meine Freunde, haben dann Economics gemacht oder PPE, also Politik, Philosophy and Economics in England. Und ich wollte eben auch in Deutschland anfangen zu studieren. Und dann war Schienen irgendwie Volkswirtschaft. Und ich habe ja auch noch Sinologie gemacht. Eine gute Idee. Aber es ging schon auch ein bisschen ums Leben in Marburg. Welche Kindheitspläne oder Zukunftsträume sind denn noch geplatzt? Also was heißt es, noch nicht, hat noch nicht stattgefunden. Ich weiß nicht, ob das geplatzt, aber mein Bruder hat früher Geo bekommen. Ich weiß nicht, ob das Ihnen noch was sagt, natürlich. Das grüne Magazin. Und da war mal ein Bericht über eine Person, die ein Jahr auf einer Alm ohne Strom und alles gelebt hat. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Ich weiß, wie ich dieses Geo immer wieder und immer wieder und immer wieder und habe auch immer mal wieder Ansätze gegenüber meiner Frau, aber bin noch am Arbeiten. Setzt nach einem guten Plan an. Was spielen Sie denn mit Ihren Kindern gerne? Also ich spiele tatsächlich momentan, ob ich es will oder nicht, Uno. Ich habe heute sicher schon 300 Uno-Partien gespielt. Wir haben auch relativ viel Memory, wobei das sehr unerfreulich ist mit meinen Kindern aktuell, weil ich gefühlt jede Karte ist gezinkt. Und wenn die Tilly anfängt, dann hat die schon so einen Stapel, bevor ich überhaupt mal drankomme. Aber ein fotografisches Gedächtnis. Nein, aber ich spiele egal was mit denen gern. Ich kitzel gern. Was möchten Sie Ihren Kindern denn mitgeben? Dass die Welt groß und rund und schön ist und sehr divers. Und ich wünsche ihnen einfach von allem Herzen, dass sie friedlich durchs Leben gehen können. Das ist sehr schön. Unser letztes Säckchen, sind wir gespannt, ob Sie das erraten können. Ich auch, das ist Geld. Und das ist das schwierigste Säckchen. Geld ist es nicht. Nur eine Hand oder darf ich zwei Hände? Dürfen auch zwei Hände. Also es ist eine Kette. Mhm. Das ist richtig. Und da ist ein Schriftzug oder irgendwie sowas. Eine Plakette, also irgendwas hängt dazwischen. Sie können es auch rausnehmen. Meine Kette. Soll ich sie umlegen? Die Kette steht... Boss steht da, falls es jemand nicht lesen konnte. Die steht repräsentativ für die Oberbürgermeisterkette von Freiburg. Oh, wir Gott. Haben natürlich angefragt, ob wir uns die ausleihen dürfen für dieses Gespräch. Wurde verneint? Leider war das nicht möglich. Zum Glück. Ihr Vater war ja 20 Jahre lang der Oberbürgermeister von Freiburg. Was ist Ihre schönste Erinnerung an ihn? In der Rolle als Oberbürgermeister oder als Vater? Auch als Vater. Wenn Sie sagen, dass der Oberbürgermeister eher was Negatives an ihm war? Nein, nö. Aber ich meine, ich weiß nicht, was Ihr Vater oder Ihre Mutter als Beruf macht. Ich glaube, wenn Sie an schönste Erinnerungen mit der Person denken, würden Sie wahrscheinlich weniger ans berufliche Umfeld denken. So war eigentlich die Frage. Auf Bezug auf meinen Vater? Mein Vater konnte die weltbesten Drückerle. Oh. Und ich vermisse sie wahnsinnig und ich übe sie jetzt mit meinen Kindern. Und was war die schlimmste Erinnerung? Dass er so oft der Mensch anderer Leute war. Mhm. Hätten Sie sich gewünscht, dass Ihr Vater nicht Oberbürgermeister von Freiburg ist, weniger bekannt? Ach, mit Sicherheit, vor allem wenn man auf Münstermarkt geht oder sowas, nein, aber... Also mit Sicherheit, aber auf der anderen Seite habe ich auch Dinge erleben dürfen als Kind, die eben über dieses Amt meines Vaters kamen, die ich überhaupt nicht missen möchte. Also zum Beispiel
2005 geboren, gell? Also mhm. in Freiburg hatte ja viele Franzosen nach dem Krieg hier, Soldaten, aber auch französische Familien, die ja auch erst Anfang der 90er Jahre gegangen sind. Und als Kind erinnere ich mich noch, dass einmal im Jahr der hiesige Gouverneur oder General oder wie der hieß, also der Chef auf jeden Fall der Franzosen, zu uns nach Hause kam in Uniform, weiße Handschuhe und diese Anspannung daheim, das zu reflektieren, also diese Ambivalenz zwischen, das war natürlich schon irgendwie freundschaftlich, aber es war schon auch sehr, sehr formal, das werde ich nie vergessen. Und so gibt es viele, viele Sachen, die, wo ich Zugänge hatte, beobachten durfte, oder auch als mal die Bürgermeister mit einer Delegation aus Isfahan da waren, und da waren auch Frauen mit in der Delegation, und dann waren die eben auch bei uns zu Hause, und dann sind die irgendwann mal kurz mit meiner Mutter und mir in die Küche auch, haben als erstes da ihren Kopftuch von dem Kopf genommen, und meine Mutter hat eine riesige Zeichnung, Fuck Housework, so eine Hexe, also hexenähnliches Vibe, was einen Besen zerbricht, und dann haben die also sich darüber ausgelassen, und es gibt viele Sachen, wo ich sehr dankbar bin. Wir können auf jeden Fall entspannt sein. Marco hat die mehr Stimmen. Das heißt, das Dreiländereck ist nicht in Gefahr. Dann ist gut. Waren Sie denn politisch immer einer Meinung mit Ihrem Vater, oder gab es da auch mal Diskussionen? Oh Gott, ich bin mit 17 weggegangen. Also da, auch das dürfen nicht vergessen, das ist jetzt schon auch echt lange, lange her, und ich war 25 Jahre weg und habe viele andere Sachen gemacht. Also es ist natürlich hier in Freiburg, mein Nachname ist Böhme, und es gibt nicht so viele Böhme, von daher ist da natürlich eine Verbindung. Es gibt ja auch noch Menschen, die sich an ihn erinnern. Es gibt auch ganz viele, die ihn noch nie gesehen haben, viele Zugezogene, viele junge Menschen. Also von daher, ich glaube, ich muss mal diese Bedeutung etwas auch relativieren. Können Sie sich denn vorstellen, 2026 Nein. die Kette zu tragen? Nein. Wo stellen Sie sich 2026 vor? Was möchten Sie bis dahin erreicht haben? Das sind zwei unterschiedliche Fragen. Dann beantworten Sie beide. Also, mein aktueller Vertrag geht bis Ende 2025, und das heißt, vielleicht bin ich hier, vielleicht bin ich auch ganz woanders. Da lasse ich mich auch überraschen, was die nächsten Jahre so bringen. Also ich glaube, ich finde es gut, dass es in den Funktionen, die wir haben, dass es befristete Verträge sind. Ich finde, das ist befreiend für beide Seiten und ist eine Chance auch immer für eine Stadt. Ist auch eine Chance für einen selber. Und wie gesagt, deswegen 2026 ist ja auch noch ein bisschen hin. Was mir wichtig wäre, also gibt es wieder, kann man in die einzelnen Kategorien der Themen gucken, aber wir haben vorhin lange über die Freiburger Innenstadt gesprochen, und ich glaube, dass wir doch da sicher noch mal eine ganz andere, ja auch Zusammenkommen der vielen Akteure, um wirklich an einem Strang zu ziehen. Und wenn wir waren im Jahr 2019, Frühjahr 2019 mit einer kleineren Delegation in Münster gewesen. Münster wird immer mal wieder mit Freiburg verglichen, eben auch als Universitätsstadt, ein starker Fokus auf Nachhaltigkeit. Und wir waren total beeindruckt, alle, die in der Delegation waren, wie geschlossen die Münsteraner schienen, die Immobilienbesitzerinnen und Immobilienbesitzer, Einzelhändler, Gastronomie, Stadtverwaltung, und wirklich man den Eindruck hat, die ziehen an einem Strang. Und das wäre wirklich, würde ich mich sehr freuen, wenn wir das gemeinsam schaffen mit den vielen Akteuren. Nicht bis 20, was war der Zeitraum? 26 muss früher passieren. Also es, die Stadt hat es eigentlich nötig, dass es früher passiert, aber das wäre sicher etwas, wo ich sagen würde, das ist gut, wenn wir da mitwirken können. Das können wir überhaupt nicht alleine. Da braucht es eben alle dazu, aber wir sind willig, und ich glaube, da sind viele, die das jetzt auch sehen, dass es sein muss. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall sehr viel Erfolg. Dankeschön. Und sind jetzt auch schon fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. Damit es uns noch lange in Erinnerung bleibt, würden wir Sie bitten, einmal vorne auf unserer Bar zu unterschreiben. Hier ist ein Edding. Sie dürfen sich einen Platz aussuchen. Sie sehen hier auch schon die Unterschrift von Horn und Funke. Ich weiß gar nicht, welches. Ach, da ist er. Dankeschön. Bitteschön.
Jetzt kommen Sie gerne noch mal mit uns in die Mitte. Darf ich mein Bier mitnehmen? Nee. Sie brauchen gleich noch beide Hände frei, deswegen lieber nicht. Zum Schluss wollen wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich mit uns zu unterhalten. Ne? Wir haben noch ein kleines Geschenk für Sie. Einen badischen und italienischen Tropfen. Ne? Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich das da mit zwei Flaschen gerade noch. Ein Münsterset zum Selbstzusammenbasteln. Natürlich in der Kinderversion, damit Ihre Kleinen auch mitmachen können. Dankeschön. Und auch wir haben etwas gebastelt, und zwar einen asiatischen Fächer im Freiburg-Design. Sehr gut. Sozusagen als Brückenschlag von unserem Gespräch für den jetzt hoffentlich langsam eintreffenden Sommer, bestimmt ganz praktisch und vielleicht auch ein Vorbild für einen neuen Freiburg-Souvenir-Verkaufsschlager. Sehr gut. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Dankeschön. Dankeschön. Zum Schluss wollen wir uns auch noch ganz herzlich bei unseren Sponsoren bedanken, ohne die dieses Gespräch nicht hätte stattfinden können. Vielen Dank an Sparkasse Freiburg, Musik Bertram, SWR Studio, den Weinbär, Jos Fritz, das Parkhotel Post, Badische Zeitung, die Freunde des Rottig-Gymnasiums, SC Freiburg. Wir bedanken uns natürlich auch ganz herzlich bei Ihnen, liebes Publikum, und an unsere ZuschauerInnen, die online dabei waren, geht auch unser Dank. Und wollen Sie ganz herzlich einladen zu unserem nächsten Gespräch mit Fritz Keller. Den Termin werden wir dann noch bekannt geben. Wir würden uns über eine Spende am Ausgang oder auf unserem Spendenkonto sehr freuen. Einen schönen Abend und kommen Sie gut nach Hause. Super.